Guten Abend, liebe Menschen da draußen. Willkommen zu einem kleinen und hoffentlich gemütlichen und vor allen Dingen hilfreichen Talk. Es geht heute um LARP und vor allen Dingen um Gewandung. Und bei der Gewandung, auch wenn die beiden, die hier sind, schon high-end tolle Sachen machen, von denen wir auch einige sehen werden, aber es geht auch um Gewandung für Einsteiger und so ein bisschen euch an die Hand zu nehmen, falls ihr darüber nachdenkt, Mut zu machen und zu zeigen, was man alles machen kann und wie man auch, ohne dass man jetzt direkt ins Geldtöpfchen gefallen ist oder auf was einem Niveau auch immer anfängt, sehr viel Spaß haben kann mit seiner Gewandung auf der ersten Con. Und die Hoffnung ist ja auch, dass die erste Con oder generell Cons bald wieder erreichbar sein werden. Es erwacht gerade so ein bisschen aus seinem Corona-Röschen-Schlaf, die LARP-Szene. Ich habe wieder Einladung zu Cons und ich glaube, meinen beiden Gästinnen geht es da ähnlich. Das ist nämlich einmal die Annika, die unter dem Namen Runarian Gewandungen fertigt, vor allen Dingen aus Leder und Fell. Schön, dass du da bist. Hallihallo. Und dann unter mir die Lena, die als Miss Wiskit auch vor allen Dingen Fantasy-Bekleidung macht. Man sieht, über deine Schulter kann man schon ein bisschen was erspähen und natürlich selber auch an dir. Hi! Hallo! Genau, und es soll um den Einstieg gehen und es soll darum gehen, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Wir haben schon öfters, wenn wir hier über LARP geredet haben, ihr wart ja auch schon zu Gast, ging es dann oft darum, dass Leute sagen, ich traue mich nicht auf meine erste Con, was soll ich anziehen, was soll ich machen? Und deswegen, ich dachte mir, vielleicht steigen wir ein mit, wie sah es denn aus, als ihr, die ihr heute Profis seid, was LARP-Gewandung ist, als ihr auf die erste Con gegangen seid? Wisst ihr noch, wie das aussah in eurem Fall? Oh ja, also ich muss sagen, ich war auf meinem ersten Con 98. So, und das war tatsächlich auch insgesamt, die meisten Leute haben alles selber gemacht. Es gab nicht so viel zu kaufen. Wir haben immer sehr gestaunt, wenn dann jemand wirklich sich so ein Kettenhemd selber geknüpft hat über Monate. Ja, ich habe tatsächlich mein erstes Kleid aus Pannesamt genäht und war auch massig stolz und es war ganz klassisch mit Schnürung, was man heute ganz oft sieht, ne? Also diese außen eine andere Farbe, in der Mitte noch eine andere Farbe, dann eine Schnürung über der Brust bis in die Taille und mit so ausgestellten Ärmeln und ich glaube, heute wie damals fangen viele ähnlich an mit Pannesamt und Co. Das ist, ich erinnere mich, dass es gab dann relativ schnell so dieses, ach, Pannesamt, das kann man doch gar nicht machen. Genau. Ne? Aber nein, offensichtlich kann man. Lena, weißt du noch, in was für einer Gewandung du auf deine erste Con gegangen bist? Ja, und zwar bin ich über meine Schule damals zum LARP gekommen. Und ich hatte mir dann aus so einem ausrangierten Krankenhausbettlaken tatsächlich so einen Mantel, ich hatte so eine Klerikerrolle als MSC. Und habe mir daraus so einen Mantel genäht und habe mit goldener Window-Color-Farbe dann noch Borte aufgemalt, weil ich kein Geld für Borte hatte. Und habe dann wirklich in Kleinstarbeit irgendwie einmal außen rum und um die ganz weiten Ärmel. Das Ding war auch also fünfmal so groß wie ich irgendwie. Ich habe mich voll vermessen. Das dann mit der schönen Borte bemalt. Das war dann so meine erste Gewandung. Und dann habe ich noch ein paar Sachen von meiner Mutter dazu kombiniert. So eine alte Korthose und so ein grob gestrickter, gehäkelter Pulli. Das war so ein ganz komisches Kleidungsstück. Naja, und das war dann so meine erste Gewandung für so eine NSC-Rolle. Und mein erster Spielercharakter, den ich dann danach gemacht habe, war tatsächlich auch so ein Pannesamt-Gothic-Rock. Schön schwarz lackierte Fingernägel, Bluse von H&M. Und aber ein Schwert hatte ich, ne? Also Katana natürlich, hast du recht. Und so lange ist es auch noch nicht her, das muss so 2006 oder so gewesen sein. Genau. Aber es hat funktioniert, also ja. Lass uns ein bisschen drüber reden, nachdem ihr jetzt den Einblick bekommen habt, dass das Pannesamtkleid, das Gothic-Kleid, ist offensichtlich ein sehr guter Startpunkt gewesen. Und ist es vielleicht auch immer noch? Ich bin gerade im Überlegen, was hatte ich? Ich war bei so einer Truppe von lauter jungen Mädels, die eine Amazonenbande gemacht haben. Ich glaube, ich hatte eine Lederhose an und ein Schnürhemd. Insofern die andere Standardausrüstung aus der Zeit, so um Ende 90er, Anfang 2000er. Lederhose und Schnürhemd stattdessen. Ja, ja. Statt Pannesamt-Gothic-Kleid. Wer
wie generell vielleicht Anspruch für die Gewandung aussieht oder dergleichen. Ich glaube, manche Leute kommen da mit einer Einstellung irgendwie an, das muss irgendwas Historisches sein oder das muss irgendwie dementsprechend, was ich zum Beispiel bei irgendeiner Cosplayerin auf Instagram gesehen habe oder so etwas. Was würdet ihr denn den Leuten sagen, was sozusagen die Anforderungen sind, die man an seine erste Gewandung stellen sollte? Ganz kurz vorneweg würde ich vielleicht anmerken, dass es wichtig ist, sich erstmal klar zu machen, auf was für eine Veranstaltung will ich eigentlich gehen. Ne, weil ganz oft gibt es da Missverständnisse, wenn ich quasi mit einem versuche, mich historisch korrekt an eine bestimmte Epoche irgendwie zu orientieren und da ganz viel Aufwand betreibe und dann sitze ich auf einem High-End-Fantasy-Lab, wo Goblins, Elfen, Orks, Zwerge und alle durcheinander laufen. Das stört denn zwar nicht, aber wäre so gar nicht nötig gewesen für das Setting. Andersrum komme ich als Ork in einem streng historischen Setting, kriege ich nicht unbedingt einen Fuß auf die Erde. Ne? Also ich glaube, das müsste man erstmal abklopfen. Wo fahre ich hin? Will ich jetzt, also suche ich mir gezielt eine Veranstaltung aus, weil die mich interessiert? Oder fahre ich mit Leuten mit, die mich dann aufklären müssten, was für ein Setting ich da vor mir habe. Ne? Die allermeisten Cons werden aber vermutlich einfach die gemischte Standard-Fantasy sein, ne? Wenn man so auf seine erste Con fährt. Es sei denn, man hat halt, wie du sagtest, man ist mit einer Gruppe unterwegs und die hat sich schon eingeschossen auf. Es muss aber jetzt hier diese Con sein, die im 14. Jahrhundert irgendwie spielt mit nur ganz wenig Fantasy. Genau. Also standardmäßig kann man dann wahrscheinlich schon mit Elfenzwergen, Orks und High Fantasy rechnen. Ja. Und wenn man dahin geht, ihr hattet, Lena, du hattest erwähnt, du bist als NSC auf die erste Con gegangen. Ist das dann, ist das vielleicht auch etwas, womit man irgendwie Gedanke spielen könnte und bedeutet das dann auch was anderes für die Gewandungspläne oder sowas? Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Wenn man NSC ist, kann es sein, dass man sehr viele verschiedene Rollen spielt über die Veranstaltung hinweg. Das heißt, es kann sein, dass man nur ein Goblin, ein Räuber, eine Prinzessin im Laufe dieses Wochenendes jeweils mal für eine Stunde ist. Aber generell sind die Anforderungen an NSC-Gewandung nicht so hoch wie an Spielergewandung, weil natürlich klar ist, dass das eine Rolle ist, die jetzt sich nicht jemand komplett ausstattet oder so, weil das halt nur eben dieser Statist ist. Und oft werden NSCs auch mit aus dem Fundus von Spielern, die schon mehr Ausstattung haben und dann auch NSC sind. Oder meistens sind die Veranstaltenden ja auch LARPer in irgendeiner Art und Weise und haben schon einen Fundus. Aber meistens ist es dann so, dass man die einfachen Rollen kriegt, mit einer einfachen Gewandung auch zurechtkommt, einer schlichten Hose und einem Hemd oder einer Tunika oder so und einem Gürtel. Und dann kriegt man eine Waffe in die Hand oder so und dann ist das Gröbste schon mal irgendwie machbar. Also es kommt natürlich auch da immer ein bisschen an auf die Veranstaltung und da nehmen einen die Organisatoren aber in der Regel auch an die Hand oder können was organisieren. Es kann bis dahin gehen, dass es extrem aufwendig ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo als NSC bin, dann nehme ich oft Sachen von meinen Spielercharakteren. Das heißt, ich kann dann auch aufwendigere Rollen in diesem Setting darstellen, indem ich diese Gewänder benutze. Und ja, dann kann der Aufwand schon mal extrem sein. Aber ich habe auch schon mal für eine NSC-Rolle komplett irgendwie eine Woche lang eine Ausstattung gefertigt. Also das geht auch. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Standard. Nee, aber das ist eben eher nicht der Standard. Und das ist auch nicht das, woran man sich eigentlich orientieren sollte, finde ich. Weil ja, es einfach auch jedem klar ist, das sind Budgetgrenzen auch. Und man muss sich auch klar sein, wenn eine NSC-Rolle jetzt mit einem 2.000 € Gewand oder einer Rüstung oder so ausgestattet wird, dass das sich ja auch auf den Teilnehmerpreis irgendwo niederschlagen müsste. Oh ja. Und ja, ich denke mal, dann ist es schon irgendwie auch verständlich, wenn ein Organisatorenteam sagt, okay, das möchten wir nicht, wir möchten die Veranstaltung günstig halten, damit möglichst viele Leute mitmachen können. Und deswegen haben wir dann halt Einschnitte bei der Ausstattung oder wir gestalten unsere NSC-Rollen eben so, dass sie auch mit geringer Ausstattung funktionieren, also dass sie trotzdem noch glaubhaft sind. Jetzt keinen Baron auftreten lassen zum Beispiel, weil wir haben nur eine Lederhose und ein Schnürhemd und irgendwie eine Art von Pelzbesatz oder so, dann machen wir vielleicht eine andere Rolle draus, die da gerade irgendwie dieses Gebiet verwaltet oder es ist einfach nicht verwaltet und gibt nur so ein paar rivalisierende, ausgestoßene oder irgendwie sowas. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Und also, das ist natürlich hilfreich, wenn man sich als NSC quasi dann auch mit ausrüsten lassen kann, wenn du sagtest, dass halt Leute dann Fundus und dergleichen mitbringen. Aber dann gehen wir mal über zu dem Fall. Gut, ich bin SC, ich habe meine erste Con, ich habe mich orientiert, es wird wahrscheinlich Standard-Fantasy sein. Was sollte man dabei haben? Also, was ist was, was man wirklich vielleicht braucht? Und wo schaut man sich am besten irgendwie um, dass man so etwas zusammenbekommt? Oder wie kann man sich das zusammenstellen? Ja, also tatsächlich, oh, entschuldige, Lena, Ich wollte bitte. nur sagen, es hängt natürlich wahrscheinlich auch von der Rolle ab, aber gehen wir einfach mal so von Basics aus und vor allen Dingen, was müssen diese Klamotten leisten? Ich bin ja immer jemand, der sehr pragmatisch ist und sagt, du musst dich damit in den Dreck schmeißen können, aber wie ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Ja, ich sehe das auch so. Also die erste Frage, die ich dann stelle, ist auch mal, was ist die Erwartung an die Gewandung? Was muss sie liefern? So, und was ist dein, ja, was für eine Optik, was für ein Komfort, wie robust soll sie sein, ist auch eine Frage, was möchtest du für Spiel haben? Möchtest du kämpfen, möchtest du körperlich aktiv sein und auch vielleicht in Dungeon krabbeln oder sowas? Oder möchtest du lieber am Lagerfeuer sitzen, in Tavernen und Musik machen? Möchtest du dich unterhalten, höfisches Spiel haben? Das heißt, du hast ganz andere Möglichkeiten, dann ja auch Gewandungselemente einzusetzen. Aber grundsätzlich ist so, ja, eine schlichte Hose und eine Tunika oder so, also eine Baumwollhose im Idealfall oder eine Leinenhose, jetzt nicht sowas wie eine Jeans oder so. Und eine Tunika, die man so auch von der Stange schon relativ günstig kaufen Ja. kann oder halt recht einfach selber machen kann. Schon ausreichend. Also ist natürlich auch die Frage, was für eine Rolle will man spielen? Zum Gucken eignen sich ja Rollen, die, ja, die jetzt nicht so exponiert sind, die nicht so im Mittelpunkt stehen. Wenn man eh noch nicht so ganz genau weiß, ah, wie läuft der Hase, man will sich auch ungern blamieren, dann vielleicht nicht unbedingt eine Rolle, die jetzt dauernd im Mittelpunkt steht, sondern vielleicht erstmal wie eine Magd, ein Knecht wird ja dann häufig empfohlen oder ein Schüler von einem anderen Spielercharakter oder eine Schülerin, um sich das Ganze so ein bisschen anzugucken und auch das Privileg zu haben, auch im Spiel dumme Fragen stellen zu können, ohne dass man, dass es irgendwie blöd kommt, so, ne? Wenn man das jetzt irgendwie als Erzmagier macht und man weiß nicht, wie das Spiel funktioniert, ist das natürlich, kommt das ein bisschen anders bei Mitspielern an und Mitspielerinnen als jetzt, wenn man das als, ja, als Bursche, als Magd, als einfacher Charakter macht. Und da würde ich mich dann so dran orientieren, wie ist das Budget und was möchte ich tendenziell für ein Spiel haben? So, bin ich zurückhaltend, bin ich draufgängerisch, will ich kämpfen, ja oder nein? Und von einem Erzmagus würde man wahrscheinlich auch etwas andere Bekleidung erwarten als vom Markt und Ja. einem Bediensteten. Es ist, hast du noch etwas an Tipps hinzuzufügen, Annika, oder? Nö, also ganz perfekt besser hätte ich es nicht sagen können. Nö, erstmal nicht. Punkt. Das heißt im Endeffekt eine schlichte Hose und eine Tunika. Und dann wäre meine Frage halt eben, gibt es so Tipps, die ihr habt, wie man mit kleinen Dingen irgendwie dem Ganzen noch irgendwas Besonderes verleihen kann? Es gibt so dieses Edikt, eine blöde Kopfbedeckung irgendwie reißt schon viel raus. Oder habt ihr irgendwie Empfehlungen, wie man zum Beispiel mit Gürteln oder Taschen oder irgendwie einen kleinen Überwurf oder sowas, was in die Richtung geht, was machen kann? Tatsächlich, doch, eine Sache fällt mir jetzt noch ein, die viele denn doch mal vergessen. Man sollte immer daran denken, irgendwas Warmes auch mitzunehmen, irgendeinen Umhang. Und sei es wirklich der günstige, ganz schlichte, irgendwie Kapuzenumhang, den man wirklich auch ganz viel in diversen Online-Shops bekommt. Einfach weil viele Leute unterschätzen dann doch, wenn man dann nachts wirklich lange noch unterwegs ist, wie scheiße kalt das werden kann. Das halte ich auch für eine ganz wichtige Sache. Ich habe ein Bild jetzt mal vorbereitet hier. Wenn man jetzt sagt, also so Low Budget für die Dame. So. Leg los. Jo, ich muss es einmal raussuchen. Und da jetzt erstmal Hauptaugenmerk bitte auf das linke Bild. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Einfach, also weil viele Leute nähen ja auch Untergewandungen ganz gerne mal selber. Wenn man jetzt sagt, ich habe so ein Keilkleid mir genäht und möchte da ein bisschen das ein bisschen aufhübschen, für die Dame bietet sich halt an, so ein ganz einfaches, so einen einfachen Miedergürtel macht sich immer super. Was ich wichtig finde auf Lab ist halt der Gürtel mit Taschen, weil die wenigsten, also
meistens auf Veranstaltungen, wo wir verkaufen, renne ich mit meiner Umhängetasche rum, einfach weil es nicht anders geht. Aber tatsächlich ist, wenn man spielt, das super nervig, wenn man sein Geraffel irgendwie in so einer Hängetasche hat, die einem ständig im Weg ist. Deswegen Gürteltaschen, Gürteltaschen, Gürteltaschen. Und einen wirklich guten, stabilen Gürtel. Weil tatsächlich mit der Zeit da ganz gut Gewicht zusammenkommt, habe ich auch schon festgestellt. Je nachdem, was ich spiele, wenn das jetzt ein Magier ist mit 3 Millionen Komponenten, brauche ich einfach die Taschen auch. Ne? Und was ich halt echt immer schön finde, was sich immer gut macht, einfach einen kleinen Kaninchenfellschal. Das macht schon einfach viel her und ist schön fürs Auge, ist nicht teuer. Und das wäre quasi jetzt so ein Vorschlag für so eine absolute Basic-Gewandung für die Dame. Und ich habe einfach dann auf dem rechten Bild nochmal so einen langen Wollmantel drüber gezogen. Einfach, wenn es kalt wird. So, ne? Aber der sieht verdammt kuschelig aus, ja. Ja, der ist auch echt schön warm. Ja. Ne? Und das heißt einfach, das Kleid ist so der absolute Basics und dann Gürtel, Mieder und den einen Fellkragen dazu. Ja, schon. So als Vorschlag, ne? Weil viele, also Fellkrägen sieht man immer häufiger, aber war eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen out of sight, hatte ich das Gefühl. Und deswegen möchte ich das bewerben, weil ich finde, das macht einfach wirklich schön was her. Vorausgesetzt, man mag Tierfelle tragen, ne? Also es wird ja auch immer mehr Thema, aber es gibt auch mittlerweile richtig schöne Faux-Fur, oder wie heißt das? Ich glaube Faux-Fur, ja, auf jeden Fall. Webpelz. Ne? Genau, sowas. Ne? Ja. Okay, das war ein schönes Beispiel, wie man da Sachen miteinander kombinieren kann. Und so ein einfaches Kalkleid, du sagtest, viele Leute nähen sich dann auch gerne irgendwie etwas selber. Das ist jetzt natürlich, wenn ihr zwei seid ja Profis darin, für andere Leute Gewandung zu machen, aber ist das selber nähen, selber ausprobieren, ob man was zusammenstellen kann, etwas, was ihr trotzdem den Leuten ans Herz legen würdet? Oder wie du sagtest, das meiste davon kann man relativ günstig jetzt auch teilweise schon kriegen? Ja, du kannst vieles mittlerweile günstig kaufen. Ne? Also da gibt's ja ganzen Industriezweig mittlerweile in Asien, der das wirklich massenhaft produziert. Aber wenn man so ein bisschen handwerkliches Geschick hat, würde ich das immer empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren, weil sich halt einfach eigene Ideen dann besser umsetzen lassen, als wenn man dann ewig nach etwas sucht, was es halt so denn doch nicht gibt oder in den Farben nicht gibt. Ja, also probieren, warum nicht? So ein bisschen auch eine Anspruchsfrage. Also wie viel Zeit will ich investieren? Ja, wie viel handwerkliches Geschick traue ich mir zu? Wie ist mein Budget eben auch? Also man kann super viel selber machen, wenn man eben aber auch die Zeit hat. Wenn man jetzt einen Vollzeitjob hat und vielleicht auch noch Kinder und man möchte eigentlich auf das Event gehen, das ist zum Beispiel bei vielen meiner Kundinnen und Kunden so, wollen da hingehen, sich anziehen, ein schönes Wochenende haben. Und dann auch wieder nach Hause fahren und das dann in die Waschmaschine tun, im Idealfall noch. Und dann ist es wieder im Schrank bis zum nächsten Mal. Und bei mir merke ich es auch selber, also die Zeit, wo ich extrem viel selber gemacht habe, so handgestickt, 10.000 Stunden, ja, alle Folgen 3 Fragezeichen irgendwie am Sticken. Das war so die Zeit, so ja, in der Schule, im Studium, wenn man irgendwie nicht viel Geld hat, aber ja, ne, noch so ein bisschen, ja, eben eher die Zeit erübrigen kann. Und das ist auch mal so eine Frage, die ganz, ganz wichtig ist. Was ist mein Anspruch an die Gewandung? Wie sehr möchte ich auch auffallen damit? Also wie sehr soll die einzigartig sein und herausstechen? Wie viel Geld? So entweder kann man Zeit investieren oder Geld investieren oder beides, je nachdem. Und das dann so ein bisschen darauf abzustimmen. Und will ich das wirklich nur einmal jetzt ausprobieren, um reinzuschnuppern? Dann setze ich mir vielleicht ein geringeres Budget und lass mir nicht erst eine Einzelanfertigung machen oder so, sondern dann kann ich mir vielleicht auch aus Shops was zusammensuchen und dann im Zweifelsfall das vielleicht noch ein bisschen aufhübschen, indem ich nur noch einen simplen Zierstich dran mache, eine grobe Handnaht oder ein bisschen Dreck dran oder so. Oder ich kann Teile umfärben oder ich kann das mit Accessoires garnieren, sag ich mal so, um dem eine persönliche Note zu geben. Und oft Gruppen haben zum Beispiel ja auch Wappensymbole oder sowas, die man extrem gut verwenden kann, um eine Gewandung zu individualisieren. Und da finde ich gerade so diese Basics
wie es sie jetzt in großen Shops auch gibt, sehr tauglich für, weil die kann man meistens immer noch mal wofür anders gebrauchen. Und die lassen sich im Zweifelsfall, also es ist ja auch nicht so viel Geld verschenkt, sage ich mal so, wenn man dann nach einem Event merkt, okay, das Hobby ist doch nichts für mich oder die Rolle ist nichts für mich, was da sehr oft passiert. Mhm. Das ist natürlich schade, wenn man 500, 600 Euro oder noch mehr für eine Rüstung ausgegeben hat und dann merkt, okay, ich mag eigentlich gar nicht kämpfen. Ich möchte lieber einen Heiler oder einen Magier spielen, weil mir das Spiel auf dem Event viel besser gefallen hat. Ja, dann ist es immer schwierig, so Sachen wieder loszuwerden oder sehr verschenktes Geld einfach. Und wenn man sich weiß, das geht super schnell, wenn man voll motiviert ist und sieht die tollen Sachen, dass es sich auch lohnt, langsam zu sein, also auch wenn man seine Gewandung selber macht, meist so wie ich, dem Ganzen auch Zeit zu geben und nicht gleich so viel zu kaufen, sondern sich vielleicht eine Liste zu machen oder einen Ordner mit Bildern und ein paar Wochen oder sogar Monate drüber nachzudenken. Auch über die Praktikabilität der Sachen, kann ich die waschen, wie robust sind die, wie viele Leute laufen vielleicht auf dem Event mit der gleichen Rüstung rum, stört mich das oder nicht? Und wie ist die Qualität dieser Rüstung? Da kann man sich vielleicht auch in Szeneforen so ein bisschen informieren. Was gibt es für Erfahrungen mit dem Produkt, gerade wenn das eins von einem großen, bekannten Hersteller ist? Da tauchen dann schon oft viele Sachen auf, die man jetzt so noch gar nicht bedacht hat, wenn man noch nicht auf einem Event wirklich war. Aber die andere erfahrenere Leute dann sagen können, wie zum Beispiel, dass die total kneift, die Rüstung, oder dass das Kleid einfach vom Schnitt bei den größeren Größen vielleicht einfach nicht mehr funktioniert und oder dass es einfach irgendwelche anderen Probleme mit Produkten gibt oder dass einfach schon 500.000 Leute das Ding haben und dass das einfach keiner mehr sehen kann. Genau. Du hast auch gerade was Interessantes gesagt. Ich würde ein bisschen kurz drüber reden, noch über das Individualisieren. Halt eben, dass man nicht die 25.000. Person ist, die mit dem gleichen Kleid rumläuft. Weil gut, vielleicht gibt es Leute, die da drauf stehen, aber ich glaube, die meisten Leute werden dann lieber ein bisschen individueller. Du hast zum Beispiel gesagt, ob man da Dreck dran macht oder so etwas. Also das Thema Weathering, was ich vor allen Dingen aus der Cosplay-Szene wiederum kenne, wo halt eben das dann, oder wenn es darum geht, irgendwie einfach für Fotoshoots oder sowas Gewandungen zu haben. Haltet ihr Weathering für eine coole Sache, so gerade wenn man einsteigt, oder ist das etwas, was automatisch passiert, wenn man auf zwei Cons war? Beziehungsweise ganz kurz vielleicht für die Leute da draußen, Weathering heißt, dass man dem Gewand, wenn ich das richtig verstanden habe, ja einfach den Eindruck gibt, dass es schon getragen worden ist, dass es schon ein bisschen abgewetzt ist an Stellen, dass es schon mal dreckig geworden ist. Richtig, oder? Mhm. Und sollte man das machen oder macht ihr das für eure Gewandung? Nein. Also es kommt mal so ein bisschen drauf an. Also klar, kann man sich vorstellen, es ist nicht so schön, wenn man wie aus einem Hochglanzkatalog ausschauend mit seiner nagelneuen Gewandung, die vielleicht noch so ein bisschen die Lagerfalten hat von der Verpackung, auftaucht, dass es ja sich nicht so gut in das Bild einfügt, was man eigentlich erzeugen will auf so einem Fantasy- oder mittelalterlichen Fantasy-Event, das durchaus schon Sinn machen kann. Allerdings ist es halt oft so, dass das, was man an Weathering macht, es soll ja eigentlich natürlich entstandene Abnutzungsspuren irgendwie darstellen, aber meistens ist es dann doch nicht so realistisch, was man eigentlich macht oder auch was man in Filmen und Serien sieht, wenn man jetzt an Serien wie Vikings zum Beispiel denkt, wo alles ein bisschen zugeschmockt und abgerockt ausschaut, dass viele dieser Weathering-Techniken, die auch im Cosplay benutzt werden, gar nicht so unbedingt eigentliche Abnutzungsspuren sind, sondern im Grunde künstlich, weil niemand mit so einem total zerfetzten Umhang irgendwie eigentlich rumlaufen würde oder mit einem Loch in der Hose am Knie oder so, sondern dass Kleidung ja eigentlich doch schon sehr gepflegt wurde, gerade wenn man sich nicht dauernd welche neu kaufen konnte, weil das halt eben noch sehr, sehr kostbare Handarbeit war und noch Stoffe zu weben, sehr teuer und aufwendig war, die meiste Zeit zumindest in der Menschheitsgeschichte. Und das, was ich zum Beispiel halt mache, also wenn man jetzt direkt dran macht, also Acrylfarbe oder ich kann da ja sonst jetzt auch mal ein paar Sachen zeigen hier, die ich mal vorbereitet habe, die schon auch einen Unterschied machen. Moment, jetzt muss ich das hier mal öffnen und Bildschirm freigeben. Bildschirm 2. Sieht man es? Noch nicht. Achso, da nochmal klicken. Genau, irgendwo muss es dann noch bestätigen. Genau, das ist jetzt halt so eine Lederrüstung zum Beispiel, die so ein bisschen mit Schuhcreme bearbeitet wurde. Man sieht oben noch das originale, hellere Leder.
Und durch die Schuhcreme hat es jetzt so ein bisschen dunklere Verfärbungen bekommen, das, ja, die so ein bisschen den Dreck simulieren sollen, der sich in den ganzen Rillen so ablagert, und wenn man das trägt und da immer wieder lang streift oder vielleicht auch Kontakt mit anderen Leuten und Sachen hat. Ansonsten habe ich hier zum Beispiel mal für einen kämpfenden Charakter, das sind auch gekaufte Beinschienen aus Leder, wo ich erst eben diese Ziernaht noch dran gemacht habe, um es ein bisschen zu individualisieren. Und dann bin ich tatsächlich mit einer Drahtbürste oder einer Feile oder so dabei gegangen, jetzt an das Leder zum Beispiel, um diese Kratzer reinzumachen. Habe mit Acrylfarbe und auch wieder mit Schuhcreme so ein bisschen Verfärbungen reingebracht, damit das Leder nicht mehr so frisch und neu aussieht. Genauso bei den Unterstulpen, die sind aus Stoff. Das oben habe ich so richtig reingeschnitten mit einem Brotmesser oder so einer kleinen Säge, weil ich einfach deutlich machen wollte, dass der Charakter schon viele Kämpfe hinter sich hat, dass der seine Sachen nicht ordentlich pflegt, weil es ihm einfach nicht wichtig ist. Beziehungsweise er hat auch nicht wirklich Geld, das zu ersetzen, und ist nicht eitel und hat auch keine Möglichkeit gehabt, an neue Kleidung zu kommen durch die Reise, die er eigentlich gerade macht. Also das gehört zu einer Figur, die jetzt auch gesellschaftlich eher ausgestoßen ist. Das heißt, die kann nicht einfach irgendwo hingehen und sich neue Stulpen machen lassen, sondern die würde dann mit dem Fackelmob halt weggejagt. Das heißt, sie muss halt dann auch immer mit so gelooteten Sachen sich über Wasser halten. Und ja, das ist mit der Zeit dann eben schon ziemlich, ziemlich abgerockt ist, so ein bisschen dystopischer. Also ja, genau. Das klingt also danach, als wäre das eine Methode, wo man sehr gut Storytelling an der Klamotte schon betreiben kann, von Start weg. Also schon etwas, was sich lohnen kann, einfach ein bisschen mit Drahtbürsten und Schuhcreme und dergleichen rangehen an seinen, wenn man seinen Mantel irgendwie aus einem Online-Shop, den 500.000. Mantel, der unterwegs ist auf den Cons in Deutschland, irgendwie sich geholt hat, kann man dann damit ein bisschen was individualisieren. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch eine relativ günstige Möglichkeit. Also die erfordert ein bisschen Zeit und ein bisschen Kreativität. Wie kriege ich Sachen kaputt? das reicht von mit dem Auto drüber fahren, über einen Teer rubbeln oder halt eben mit Schuhcreme oder Acrylfarbe oder sowas. In der Regel ist es dann auch fast besser, künstlichen Dreck zu nehmen als richtigen Dreck, weil richtiger Dreck kann halt auch anfangen zu stinken. Gerade wenn es irgendwie Fettflecken sind oder so, wenn man mit Essen gekleckert hat und wenn man die Sachen vielleicht auch irgendwie nochmal so ein bisschen waschen will, dann ist es, finde ich, leichter, dann nochmal Acrylfarbe oder Schuhcreme drauf zu machen, als wenn man jetzt wirklich, wirkliches Blut, sage ich mal, überspitzt gesagt, würde. Das wäre halt nicht so angemessen. Genau. Und von daher muss man da so ein bisschen improvisieren. Genau, ja. Aber macht schon was aus, auf jeden Fall. Sieht man das hier nochmal irgendwo? Man kann das vielleicht hier sehen, bei dem, das ist der Charakter zu den Bildern von eben. Mhm. Man sieht auf dem ganz linken Bild, da waren die Sachen noch alle frisch genäht und es ist so ein Studiofoto, alles noch relativ clean. Auf dem zweiten Bild sieht es noch relativ sauber aus und dann auf dem dritten Bild sieht man gerade schon an dem dunklen Mantel auch, dass der ziemlich fleckig geworden ist, dass da Verfärbungen drauf sind und auch auf dem ganz rechten Bild, ist das bei euch gespiegelt? Ich weiß es nicht. Auf dem. Nee, wir sehen alles genau. Okay. Richtig rum, ja, glaube ich. Das ist schon so ein bisschen zu der Optik auch beiträgt, wenn man einen kämpfenden Charakter hat da oder einen Charakter, der durch die Wildnis robbt oder der ausgestoßen ist oder sowas, zu Hochstatusrollen oder Magiern. Da passt es vielleicht nicht so unbedingt. Also muss man es auch ein bisschen vom Charakter abhängig machen, je nachdem. Aber man kann damit sehr gut schon mal die Geschichte vorwegnehmen, weil die Gewandung ist ja das Erste, was jemand sieht. Und wenn die schon eine Geschichte erzählt, bevor man überhaupt sich erklären musste oder seine Figur erklären musste, dann hat man natürlich einen massiven Vorteil im Spiel. Jemand Abgerocktes mit zerrissener Kleidung, der aus dem Wald gestolpert kommt, der wird ganz anders wahrgenommen, dessen Leid wird vielleicht auch ganz anders wahrgenommen, als wenn die Gewandung jetzt sauber ist und heile ist und das alles so, irgendwie noch neu aussieht oder so. Also man kann damit tatsächlich sehr, sehr gut spielen und aber es erfordert schon auch ein bisschen Mut, seine nagelneue Klamotte zu zerstören. Ja. Gerade mit dem Brotmesser rangehen oder sowas. Mhm.
Ich würde da, wenn ich darf, ganz kurz auch tatsächlich noch mal ein bisschen differenzieren, weil, also es gibt ja dieses Credo, mehr Dreck, ne? Heißt es ja immer. Ich denke, das ist nicht zwingend nötig, weil, wie du schon eingangs gesagt hast, wenn wir jetzt mal einfach den Blick zurückwerfen in die Geschichte, da war es ja tatsächlich so, dass die Leute gesagt haben, um Himmels Willen, mach mich nicht dreckig. Na, also da war das positiv, wenn die Sachen möglichst lange, möglichst ordentlich aussehen. Und ich glaube, das sollte man vielleicht beim Charakterkonzept dann mit bedenken. Was spiele ich eigentlich? Na, und jetzt für deinen Charakter ist das natürlich super, wenn der mit der Zeit dann auch immer mitgenommener aussieht, weil das ja auch ist. Aber wenn man jetzt wirklich jemanden statt Bevölkerung oder jemand vielleicht von Stand spielt, sollte man beziehungsweise darf man auch wirklich sehr sauber sein. Das kommt in den Kreisen ganz gut an. Das Problem ist tatsächlich, wenn die Sachen von alleine dreckig werden, werden sie oft nicht so dreckig, wie man es haben will. Aber also ich habe die Anfrage auch ganz oft, kannst du die Sachen weathern? Und tatsächlich ist es bei Leder dankbarerweise so, dass es teilweise auch von alleine schon schön altert. Also gerade die Oberleder, die man dann auch fetten kann, die werden einfach mit der Zeit eher schöner. Von daher, ne, und bekommen so ein bisschen diese Patina und also da passiert das von alleine. Aber ansonsten, ich mache es kategorisch nicht, weil ich mich da nicht genug ausprobiert habe bisher. Aber ich weiß, dass es tatsächlich auch ein paar Leute gibt, die das anbieten. Ne, die dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Böllern in der Badewanne entsprechend Löcher reinsprengen. Und also, aber das traue ich mich nicht, weil du, also ich kann nicht einschätzen, wo das Schwarzpulver denn was anrichtet. Aber es gibt Leute, die haben sich da ein bisschen drauf spezialisiert auch. Okay, kein Aufruf übrigens, Leute da draußen mit Böllern in der Badewanne an eure Gewandung zu gehen, egal ob es die erste ist oder sonst irgendeine. Ihr hattet eben gerade schon so angesprochen, so wenn man sich an Serien orientiert, mit dem Beispiel Vikings oder dergleichen, ist das etwas, was euch öfters passiert, dass Leute ankommen und sagen, ich hätte gerne Klamotte wie Charakter XY aus dieser Serie? Mhm. Ja. Weises Nicken von beiden. Annika, du guckst schon so, ich weiß nicht, erfahren, leidgeprüft, ich weiß nicht genau, wie ich es zu deuten habe. Es ist ambivalent, ne? Also ja, Vikings ist omnipräsent, ne? Also gerade weil ich mit Leder arbeite, klar, ich mache jetzt keine Lederrüstungen, sondern ich mache Gewandungen aus Leder. Ne? Und also Rüstungen sind einfach nochmal andere Hersteller. Aber ich bekomme ganz, ganz viele Anfragen in die Richtung. Und da ist erstmal das Hauptproblem, weshalb ich erstmal sowieso einen Schritt zurück mache, mit den Rechten. Ne? Also man darf das einfach nicht kopieren als gewerblicher Hersteller. Das ist No-Go. Ich kann selbstverständlich immer in Anlehnung an etwas neues Konzept entwerfen, aber viele Leute machen sich eigentlich gar keine Vorstellung davon, wie unfassbar aufwendig diese Filmkostüme gearbeitet sind. Also gerade diese ganzen Flechtgeschichten bei Vikings, also mal ganz davon abgesehen, dass gerade bei den Damen da teilweise manche Kleider auch wirklich sehr kreativ interpretiert sind und wirklich gar nicht mehr historisch sind, also so überhaupt nicht mehr, ist es tatsächlich auch nicht so, dass die Wikinger irgendwie in irgendeiner Form so ausgesehen hätten, weil das diese ganzen Flecht-Patterns und so, die unwahrscheinlich viel Struktur auch reinbringen in so ein Kostüm, da klöppelst du ewig dran und das ist für die meisten dann für ein Hobby tatsächlich nicht mehr finanzierbar. Ne? Und deswegen gehe ich da tendenziell immer so ein bisschen auf Abstand. Ganz kurz, so, mir ist ein Fenster verloren gegangen. Da ist es. Ich hab's schon wieder. Gut. Genau, hier einfach mal so als Beispiel. Schwupp. Habe ich einfach mal so eine kleine Variation für Nordleute zusammengestellt. Jetzt so eine kleine Auswahl an Sachen, die wir gemacht haben, also die ich gemacht habe, die man bei uns im Shop kaufen kann. Und da ist es tatsächlich so, zum Beispiel das zweite von links ist ja relativ aufwendig mit so einer Lederapplikation gearbeitet. Und das ist tatsächlich in Anlehnung an einen Vikings-Charakter, der auch so, der hat aber eine blaue Tunika und da ist das irgendwie noch ganz anders drauf appliziert.
Und das funktioniert dann, das ist dann auch preislich noch im Rahmen. Oder das zweite von rechts, das ist auch appliziert. Sowas geht dann immer. Aber in dem Moment, wo halt wirklich, beziehungsweise in der Mitte und rechts sieht man auch Flechtnähte, die auch diese Struktur so ein bisschen reinbringen. Aber wenn wirklich das ganze Teil insgesamt geflochten aus einzelnen Lederschnürchen ist, das ist dann einfach zu teuer, sage ich mal. Also theoretisch möglich, aber ich müsste mir dann auch einen Monat frei nehmen für diesen einen Auftrag, der dann wirklich mindestens vierstellig ist. Und dementsprechend findet das dann in dieser Form gar nicht statt. Okay, also das heißt, wenn man sich inspirieren lässt, also ich halte es jetzt für kein Problem, sich inspirieren zu lassen von irgendwie Serien oder Charakteren, muss man einfach damit rechnen, dass es eben Inspiration ist und nicht, dass man direkt eine Kopie kriegen kann, sowohl aus rechtlichen als auch aus praktischen Gründen. Ja. Und würdet ihr generell irgendwie sagen, dass es eine gute Idee ist, dann zu sagen, ich möchte aussehen wie Floki oder ich möchte aussehen wie dieser Charakter aus Game of Thrones oder sonst irgendetwas. Oder wenn ihr ins Gespräch mit Kunden kommt, die sagen, ich möchte einsteigen und ich brauche eine Gewandung und sie soll so und so sein, seid ihr dann diejenigen, die sagen, ja klar, machen wir, aber gucken wir mal, wie wir das hinbekommen, oder dass ihr denn vielleicht auch wirklich ein Beratungsgespräch mit den Leuten macht und sagt, was willst du denn spielen? Ja, definitiv. Also gerade wenn es um so Protagonisten geht aus Serien. Wir haben jetzt gerade so ein aktuelles Beispiel in der Lab-Szene The Witcher, also hauptsächlich mit den Games als Vorlage. Das ist sehr viele Hexer basierend auf Geralts Kleidung, aber eben auch auf Geralt als Charakterkonzept gab. Und irgendwie ist natürlich dann so das Problem gegeben, das gab es auch bei den Herr-der-Ringe-Filmen mit Legolas oder mit Arwen oder Galadriel, dass dann viele Leute auf die Idee kommen. Und auf einem großen Lab-Event, wenn wir mal überlegen, das größte in Deutschland hat so 8.000, 10.000 Leute oder noch mehr, wenn davon halt 100 auf die Idee kommen, sie möchten jetzt gerne Geralt sein, dann laufen auf diesem Event 100 Geralts rum. Die sehen mehr oder weniger dann akkurat aus, aber gerade wenn diese Inspiration jemanden dazu bewogen hat, diesen Charakter zu spielen, dann ist es oft so, dass gerade die stilistisch erkennbaren Elemente übernommen werden und dass nicht sehr viel abstrahiert wird. So, dann hat er vielleicht keine weißen Haare oder so, aber grundsätzlich der Stil ist erkennbar, eben dieser Charakter. Und das ist halt natürlich so eine Frage, möchte man wirklich dann auch so wahrgenommen werden von Mitspielern als, oh, da ist jetzt halt irgendwie eine Geralt-Kopie im schlimmsten Fall, die einem da jetzt entgegenkommt. Und ja, also das ist tatsächlich meistens so eine Sache, wo ich dann auch sage, so, das ist nicht so eine gute Idee. Einfach weil mit dem Charakter Geralt ja schon sehr, sehr viele Assoziationen verbunden sind bei Menschen allgemein, die die Serie auch gesehen haben. Und im Lab ist ja eigentlich eher darum geht, seine eigenen Stärken und Ideen auch nach außen zu bringen und ins Spiel einzubringen und sich selber so ein bisschen auszuprobieren. Und ich versuche dann immer tatsächlich das zu finden an dem Kunden oder der Kundin, was sie bewogen hat, diesen Charakter darstellen zu wollen, was sie an diesem Charakter fasziniert und was vielleicht selber Facetten in der Person sind, die das gut ergänzen können und wie man das wirklich in ein individuelles Gewand einbauen kann, damit es halt noch als Anlehnung wahrgenommen wird, als jemand, der aus der Welt stammt, aber eben nicht als ein Geralt oder so. Und dann hoffentlich auch, sagen wir mal so, die Reaktion auf die Leute auf den Cons wird dann wahrscheinlich auch einfach anders sein, wie du sagtest. Das ist nicht dann der Gedanke Geralt-Kopie, sondern das ist jemand, der den Hintergrund mag und das ist jemand, der aber sich eigene Gedanken dazu gemacht hat und der noch etwas, der diesen bekannten Hintergrund noch sich selbst hinzufügen möchte als eigenständiges Individuum. Und das bringt dann immer noch mal schöne zusätzliche Facetten mit ins Spiel hinein, weil die Leute den Hintergrund kennen und natürlich so ein bisschen dann schon grob das einordnen können, aber trotzdem noch was Neues zu entdecken haben, nämlich diese neue Person. Ich finde das auch total wichtig, dass man sich einfach klar macht. Also ich habe ganz, ganz viele Jack Sparrows auch erlebt. Und ja, da ist halt einfach so das Problem bei Jack Sparrow, der ist halt unfassbar lustig. Aber bin ich wirklich so ein Comedian-Typ?
Bin ich wirklich 24 Stunden in der Rolle so lustig wie Jack Sparrow? Kriege ich das hin? Ne, weil man setzt ja auch selber die Erwartungshaltung der anderen extrem viel höher, wenn man sich kopiert oder so ein Geralt, der unkaputtbare, Übermächtige. Und dann stehe ich da wie Geralt und bin aber vielleicht in der Schlachtreihe dann doch noch nicht ganz so extrem gut im Kampf. Es ist immer die Frage, ob man sich wirklich damit glücklich macht, weil das entsprechend ja auch eine Erwartungshaltung erzeugt. Nicht viel lieber erstmal einfach auf sich selber gucken und wie du sagst, Lena, eine kluge Mischung draus zu machen, wo aber auch ganz viel von einem selber drin steckt. Ja. Und was du noch natürlich hast in so einer Serie bei einem Protagonisten, ist das ganze Team, diese ganze Szenerie, die ganze Technik ist darauf ausgerichtet, diesen Charakter so in Szene zu setzen, dass der Zuschauer und die Zuschauerin ihn so wahrnimmt, wie es dann am Ende ist. Mhm. Auf einem Lab-Event ist jeder der Spieler ist ein Held. So, und da ist aber nicht eine Kameraeinstellung, die jetzt eine Person besonders episch aussehen lässt, sondern man ist da einfach erstmal. Und die ganze Handlung und wie man sich präsentiert, hängt von einem selbst ab. Und wie man Mitspieler auch dazu einladen kann, die eigene Rolle mitzutragen. Und das ist eine ganz andere Anforderung auch wieder. Und deswegen sind dann auch ganz andere Sachen möglich oder Mechanismen funktionieren anders, die dann am Ende das gleiche Spielempfinden erzeugen, wie wenn man die Serie schaut. Ja, aber man hat halt eben nicht dieses ganze Filmteam, was jetzt einen in Szene setzt sozusagen und dafür sorgt, dass man gut rüberkommt, sondern man muss es selber übernehmen. Und das ist gerade so am Anfang, wenn man noch nicht so richtig weiß, wie komme ich denn jetzt überhaupt an den Plot? Wie werde ich denn jetzt überhaupt als Held wahrgenommen in dieser Geschichte? Wie kann ich mich hervorspielen und hervortun durch meine Handlungen? Weil ohne die geht es ja halt auch nicht. Wenn man das noch nicht so ganz raus hat, wie das funktioniert, dann ist es halt schwierig. Und ja, dann ist es halt also, wie man so schön sagt, dann ist es besser, wenn man da steht und doof guckt, wenn man halt einen Knecht spielt, als wenn man einen Evil Overlord spielt. So, wenn der halt da steht und weiß nicht, was er machen soll und guckt blöd, dann ist es halt doof und für die Rolle nicht förderlich. Das heißt also, lieber ein bisschen kleinere Brötchen backen, auch zum Selbstschutz, was die ja, Wahl der Figur und des Auftritts angeht. Man tut sich halt nichts, also ist die Frage, ob man sich halt so wirklich einen Gefallen tut, weil man kommt ja dahin, um Spaß zu haben. Und wenn man aber die Regeln eines Spiels noch nicht so ganz versteht, auch die vielleicht ungeschriebenen Regeln nicht so ganz versteht, und das ist in dem Miteinander ja einfach so, und dass man sich erstmal reinfinden muss. In Computerspielen oder so, oder in Serien machen sie es einem super einfach, weil man durch das Storytelling erst gut eingeführt wird, erst sind die Quests ein bisschen einfacher, dass man alle Funktionen und Tastenkombinationen noch üben kann. Und sowas ist im Lab ja nicht so. Also ganz oft ist es so, man ist dann da, man hat sein Zelt aufgebaut, hat sich angerödelt, genauso wie alle anderen auch. Dann gibt es die In-Time-Ansprache, wo die Spielleitung dann sagt, jo, hier, da nicht kämpfen, das ist noch wichtig, Klos sind da hinten. Und jetzt geht's los, Anreise in 30 Minuten und dann sammelt man sich, geht zusammen in den Wald und dann ist man plötzlich im Spiel und wird von Monstern attackiert. Und das dann erstmal zu fühlen, das kann einem vorher auch schwer jemand wirklich erklären, wie das dann ist, sondern man muss halt diese Situation so ein paar Mal fühlen und auch gucken, okay, was machen andere, was davon funktioniert für mich und was nicht. Und da testet man dann auch wirklich seine Gewandung, live und in Farbe und merkt dann, okay, der Rock ist doch zu lang, Schleppe im Wald ist blöd, unbequem, ich kann mein Schwert vom Rücken nicht ziehen. Und das sind halt Sachen, klar kann man einige davon vorher irgendwie vermeiden, aber eben nicht alles. Und deswegen ist es auch super wichtig, das dann auszuprobieren, sich auch Fehler zu verzeihen und die Sache dann mit der Zeit so wachsen zu lassen. Und das Gleiche gilt für den Charakter, weil ganz egal, was man sich vorher überlegt hat, ne, es ist so ein bisschen wie im Pen and Paper auch, wenn man sich als Spielleiter 20 Plotlösungen überlegt, die Spieler finden immer die 21. Ja. Ist immer so. Und so ist es halt auch, wenn man dann im Lab ist. Man hat sich so viel Gedanken gemacht, wie man seinen Charakter spielen will und was man wann machen will. Und das ist auch alles gut und wichtig, aber man muss schon irgendwie dann auch erstmal so richtig reinkommen. Und
das braucht halt auch einfach ein bisschen Zeit. Und von daher darf man dann auch sehr gnädig mit sich sein, auch wenn man dann mal nicht so handelt, wie man sich das jetzt vorgestellt hat. Und ja, also von daher ist es auch nicht gleich ganz so ernst zu nehmen, sage ich mal, auch wenn man sich natürlich bemüht, aber... Ja, ich denke nämlich auch tatsächlich, wenn man sich einen Lab-Charakter überlegt, sollte man immer bedenken, dass man ein Stück weit auch Alltag hat. Na, also man ist nie so exponiert wie jetzt das Vorbild aus Film oder Computerspiel oder was weiß ich was. Es sind nie nur diese besonderen Szenen, sondern du hast halt ganz viel auch ganz normalen Umgang mit Leuten, wo es wirklich darum geht, ich muss was essen. So, ne? Und den Charakter menschlich genug anzulegen, dass das alles in den Kram reinpasst. Ne? Ich meine, nur die meisten Regelwerke geben nicht her, dass du als High-End-Supermagier beginnst oder als sonst was für eine Dämonen-Elfen-Engel-Kreuzung, was ja durchaus auch immer mal wieder vorkommt, ne? Wo dann die verrücktesten Mischformen, die dann sich von Licht und einem Tropfen Tau am Tag ernähren, das ist unfassbar haarig zu spielen. Und selbst wenn man sich dazu entscheidet, sollte man vorher aber erstmal eine normale Einführungs- und Kennenlernphase mit dem Lab gemacht haben. Dann kann man immer noch sagen, so, ich will jetzt was ganz Kompliziertes machen, auf eigene Verantwortung. Ne? Aber für den Start... Ja. Eher vorsichtig anfangen. Ich sagte, es kam auch gerade auch so dieses, das kann dann ja mit der Zeit alles wachsen. Und dann kann dann die Gewandung auch mitwachsen. Ich habe vorhin zum Beispiel schon in irgendwelchen Foldern Bilder erspäht mit Schichten. Und das ist ja sowieso, man soll ja Zwiebeln auf Lab allein schon wegen der wechselnden Witterungen, vorsichtig gesagt. Wie kann sich denn, wenn man dann so auf seiner ersten Con war mit einer Tunika und einer Hose und einem Gürtel und dergleichen, was sind so Schritte, die man dann vielleicht machen kann, wenn man Blut geleckt hat, weiterzumachen mit dem Charakter? Oder wie entwickelt sich sowas über die Zeit? Hast du was, Annika? Sonst, Nö, mach du mal, Lena. Ich weiß, dass du was Schickes hast. ja, genau. Und ich habe zum einen mal hier, da sieht man dann noch meine erste Gewandung nochmal, habe ich rausgesucht. Bildschirm freigeben für euch. Zack. So. Oh, wow. Oha, oha. Genau, da haben wir ganz links meinen wunderbaren Pannesamt-Gothic-Rock, meine H&M-Bluse, die nicht angeschminkten Elfenohren, ganz wichtig. Sogar noch abgeblätterter schwarzer Nagellack, weil wir sind ja true. Genau, und das war ja so ein dunkler Elfen-Dämonen-Mischlingscharakter. Der war vom Regelwerk nicht ausgeschlossen, ja, deswegen musste ich das natürlich ausprobieren. sieht man jetzt nicht mehr daneben, mein Kumpel war ein Halbdrow, in dem er eine schwarze Kontaktlinse und eine weiße hatte. Das war vom Regelwerk auch nicht ausgeschlossen, also ne, so war das damals. Genau, und das waren alles gekaufte Sachen, die ich da hatte und ich wollte unbedingt irgendwie was Dunkles machen, weil das fand ich voll toll. Naja, und dann habe ich ein paar Jahre später, beziehungsweise danach, ich habe immer ja schon ein bisschen selber genäht, mich so ein bisschen auch inspiriert an Dunkelelfen-Vorlagen, die es so gab, sei es jetzt halt aus Dungeons & Dragons oder aus WoW oder was es damals halt schon alles an Computerspielen und Vorlagen gab. Ja, und habe dann angefangen, selber was zu nähen und so ist dann das Mittlere entstanden. Da habe ich noch relativ günstige Stoffe benutzt und die sind alle relativ unstrukturiert und glatt, wie man das sieht. Ich habe das dann immerhin schon, also diesmal nicht mit Window Color, ist mit Acrylfarbe in die Window Color Flasche gemacht, damit ich diese feinen Linien auftragen konnte und war auch stolz wie Bolle. Es wird vom Chat gefragt, ob du ein bisschen größer machen kannst, ein bisschen reinzoomen kannst in die Bilder. Mal, ja, klar. Jetzt kommt er hin. Und im Chat hieß es auch, ach verdammt, ist da in der Ecke schon wieder ein düster vor sich hin brütender Einzelgänger verhungert, wenn niemand mit ihm reden will. Das ist auch, was ich mir auch denke, wenn du dir so einen krassen Hintergrund schreibst, was machst du dann, wenn alle anderen gerade Mittagspause haben und essen? Dann guckst du. Genau, tatsächlich auch bei Kornkriegern so ein gewisses Problem, die ja nur aus ihrer Rüstung quasi und aus Krieg bestehen. Was macht der denn privat und nach Drehschluss? Ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem ersten Pannesam-Charakter dann auch. Wurde ich sozusagen mit meinem Kumpel, wir wurden dann gefragt, ob wir als NSCs einspringen könnten. Sie bräuchten da ein paar Bösewichte, die die Baroness opfern. Also haben wir dann unseren Umhang auf links gedreht,
sondern bald haben diese Baroness geopfert. Und die Spieler haben uns dann auch schön irgendwie vertrieben oder umgebracht, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, und dann waren wir super stolz und haben wieder auf rechts gedreht, zurück ins Lager, um uns wieder ins zentrale Lagerfeuer zu setzen. Ja, das fanden die Spieler dann irgendwie ein bisschen komisch, weil diese hatten sie doch gerade erst erschlagen. Das war dann nicht so gut. Naja, und dann mussten wir dann erstmal diskutieren und das hat, glaube ich, das Spiel so ein bisschen gestört. Naja, genau, und wie gesagt, die zweite Gewandung war dann so ein bisschen inspiriert bei ja, Computerspielvorlagen, die ich halt super cool fand. Und ja, und das ist dann, das muss irgendwann 4, 5 Jahre später gewesen sein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das alles über Nacht irgendwie passiert ist, muss man dazu sagen. Genauso wie das nächste Bild dann irgendwie wieder 4, 5 Jahre später ist, wo man sieht, dass das Ganze ja deutlich mehr Details hat, auch so, ja, auch vom Make-up her, vom Gesicht her, von der ganzen Gestaltung, dass da viel, viel mehr Details drin sind und auch diese ganzen Abzeichen und das Gebimsel, was da dran hängt, alles auch eine gewisse Bedeutung für die Figur hat. Und ja, das ist so, sag ich mal, so über 10, 12 Jahre vielleicht jetzt so eine Entwicklung, die natürlich auch noch Zwischenschritte hat, aber davon gibt es nicht unbedingt Bilder. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ja sowas jetzt halt über Nacht einfach passiert, sondern ich habe mehrere, ich habe ja auch mit der Gewandung gelernt sozusagen, also was funktioniert. Der Gürtel auf dem mittleren Bild zum Beispiel, der ist dauernd verrutscht. Das kann ich mir vorstellen, ja. Auf mein Kleid bin ich immer draufgetreten, weil das war zu lang. Und wenn man dann umgefallen ist beim Wiederaufstehen, dann war das alles sehr hinderlich. Und auch man sieht zum Beispiel die Ärmel auf dem mittleren Bild, die öffnen sich ab dem Ellenbogen und werden dann ganz weit und lang. Bei dem ganz rechten Bild sind sie dann schon oben, dass sie offen gehen, weil man halt natürlich mit dem, was hier am Ellenbogen hängt, dann auch mal den Tisch abräumt oder nicht vernünftig kämpfen kann, was ich mit dem Charakter halt auch gemacht habe. Ja, und dann habe ich das Ganze so ein bisschen mehr optimiert und auch mehr Schichten hinzugefügt, die ich dann je nachdem, ob es eher eine repräsentative Funktion war, dann eben doch mit dem weiten, wehenden Umhang hinter mir her oder eben beim Kämpfen, dass ich das einfach schnell abwerfen kann und dann kann es losgehen mit Action und so, gerade weil das ja auch eine Figur ist, die häufig als NSC zum Einsatz gekommen ist. Ja, und so hat sich das Ganze dann so ein bisschen entwickelt, auch mit Gürteln, dass ich gemerkt habe, ich brauche mehr Zeug. Und dann habe ich eben das über zwei Gürtel gelöst. Einen, wo halt, den ich halt auch schnell loswerden kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so eine große Schlacht gebe und sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel die Tasche mit meinem Geld nicht mitnehmen, weil ich Angst habe, das zu verlieren. Ja, oder wo das Schwert dranhängt oder so, dass man das halt, wenn man auf Toilette muss, mal schnell loswerden kann. Solche Sachen ja, damit mit reingedacht habe, sozusagen in die Weiterentwicklung der Gewandung. Und ja, aber angefangen hat es alles mit Gothic Pannesamt. Ne? Mit einem roten Pannesamtrock. Genau. Also, das ist, ich nehme daraus zwei Dinge mit, abgesehen davon, dass das wirklich eine sehr schöne Gewandung ist, vor allen Dingen die rechts. Dass erstens, das ist nicht das, womit man direkt startet. Und zweitens Modularität, das, was du gesagt hast, dass man Sachen ablegen, Sachen wieder dazu nehmen kann, je nachdem, was man irgendwie jetzt gerade mit dem Charakter machen will, beziehungsweise, dass man halt quasi starten kann mit der Hose, den Stiefeln, eine Tunika und dann kommt alles andere Stück für Stück, wenn man mit dem Charakter zusammen auch wächst. Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es sonst hier noch ein Bild, was vielleicht, da sieht man auch mal so ein bisschen so Hose und Tunika. Das hat aber schon so ein bisschen so einen elfischen Grundeindruck, weil es einen Stehkragen hat, so ein bisschen diese spitzen, blattartigen Formen an den Ärmeln und auch vorne an der Front. Und wenn man dann noch eine Tunika drüber tut, dann sieht es noch mal ein bisschen optisch tiefer aus. Die habe ich dann jetzt auch noch bestickt zum Beispiel, so als Akzent. Und dann kann man noch mehr Lagen drüber machen und noch einen Mantel. Und dann hat man irgendwann zum einen ja eine sehr flexible Gewandung, was Wetter angeht. Und gesagt, wie du ja auch schon sagtest, kann es oft sehr kalt oder auch mal nass werden. Und gerade ich bin so eine Frostbeule. Ich habe es auch immer so gemacht, dass ich was Langärmliches mit einem hohen Kragen ganz unten habe, weil dann kann ich auch ganz einfach noch normale Shirts und Pullis drunter ziehen oder Skiunterwäsche oder so, ohne dass ich mir gleich Sorgen machen muss, dass man das sieht. Und deswegen finde ich das eigentlich immer ganz praktisch, wenn man eine lange Hose hat und irgendwie eine langärmige Tunika oder so. Und darüber kann man dann eben noch mehr Tuniken drüber ziehen oder Mäntel drüber ziehen. Genau, und das Ganze dann so ein bisschen
an sich anpassen. Und ja, auch bei dem Tiefling, bei dem gehörnten Viech, sieht das dann ähnlich aus. Da habe ich sogar halt noch so ein Bein da für die Brust gemacht. Und eine Tunika, da sieht man jetzt zum Beispiel auch, die hat doppellagige Ärmel. Also da habe ich zwei Ärmel an eine Tunika genäht, damit ich das gleich abgefrühstückt habe und habe auch eine ultrasackige Hose gemacht extra, damit die Beine krummer aussehen. Also das sind auch so Elemente, selber wenn man halt nicht so super nähen kann, dass man das irgendwie ein bisschen einbaut auch in die Figur und ja, Röcke und Kram drüber. Und bis dann hin zu dem kompletten zu der kompletten Ausstattung dann eben auch mit zu Armstulpen und Beinstulpen, damit man die Übergänge zu den Schuhen auch kaschieren kann, die ja auch immer so ein leidiges Thema sind. Und ich mag persönlich zum Beispiel überhaupt gar keine mittelalterlichen Schuhe mit Ledersohle, weil ich da nicht gut drauf laufen kann. Und wenn es nass wird, dann rutsche ich total oft weg. Deswegen habe ich mir so Reitstiefeletten immer geholt, so ganz schlichte aus Leder einfach und dann so Stulpen drüber gemacht. Weil auf die Schuhe, solange die jetzt nicht bunt sind oder Turnschuhe, nicht so geachtet wird, also zumindest nicht in dem Umfeld, wo ich bin. Also klar gibt es auch wieder ganz strikte Umfelder, aber genau. Das heißt gerade im Chat zum Beispiel, ich finde ja für die Immersion Schuhwerk enorm wichtig. Also wir haben jetzt schon gerade gehört, Lena, du findest es gar nicht so wichtig, auf die Schuhe zu schauen. Wie sieht es bei Annika aus? Oder wie ist gerade eure Empfehlung, wenn man als Anfänger dabei ist? Schuhe sind ein Problem. Einfach weil. Generell, ja. Ja, ich finde es auch super lästig. Im Grunde genommen, ja. Also, es gibt zwar mittlerweile einige Hersteller, die mittelalterliche Schuhe herstellen. Nur ich finde, ja, man kann nicht wirklich gut drauf laufen. Man rutscht halt einfach auch viel zu schnell aus, sobald es ein bisschen feucht ist. Ich handhabe das eigentlich so, dass ich einfach, aber den Blick habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren in mir drinne, wenn ich irgendwo Schuhe sehe, die grundsätzlich geeignet wären. Weil es gibt in jedem Schuhladen auch mal einen schönen Schuh, der wirklich in ein Mittelalter-Fantasy-Setting passen würde. Und die werden dann immer direkt mitgenommen. Also ich finde, Derberg hat zum Beispiel immer mal wieder echt schöne Sachen. Und wenn man Glück hat, kriegt man da sogar auch mal Stiefel ohne Reißverschluss. Weil das ist mittlerweile ja fast unmöglich. Selbst wenn man einen Schnürschuh sieht, der eigentlich perfekt ist, hat er immer so einen vermaledeiten Reißverschluss, weil die Leute zu faul sind, den bis oben durchzuschnüren. Und da hat man manchmal sogar Glück, dass da drauf verzichtet wird. Aber generell ist das eine Sache, wo ich sagen würde, nicht so streng sein mit den Leuten, bitte schon erst recht nicht mit den Einsteigern. Ne? Ja, bitte nicht mit Turnschuhen oder Sneakern, das ist doof. Aber einfach irgendwie, also gerade bei Frauen gibt es so unfassbar so Mary Jane Schuhe, einfach so mit Riemchen Bums. Das ist zwar nicht 12. Jahrhundert, aber das ist die Elfe eben auch nicht. So. Und dann geht das bitte mit einem Mary Jane Schuh. Und dann auf lange Sicht einfach immer ein bisschen den Blick im Schuhregal immer mal haben. Man hat Glück und findet dann auch mal richtig was Gutes. Und ansonsten die Variante mit den Stulpen, wie wir es gerade bei Lena auch gesehen haben. Ja, Gamaschen. Habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht. Also hatte ich, ja, das Problem ist mit Gamaschen, dass du ja quasi im Endeffekt das sehr gut auch auf den Schuh anpassen musst. Und da wird es dann halt ein bisschen kompliziert, zumindest in der, ich sag mal, Massenfertigung jetzt als Konfektionsware, weil du nie weißt, was ist das für ein Fuß oder für ein Schuh unten drunter, sodass du auch gar nicht beraten kannst, also man muss es dann ausprobieren. Und als Sonderanfertigung ist es tatsächlich was, wo die Leute oft dann doch drauf verzichten, weil so eine ordentliche Gamasche auch schön anzupassen, dass die gut mit dem Schuh auch funktioniert, das ist nicht so easy. Und da müsste man entweder immer mal wieder vorbeikommen oder das immer hin und her schicken, dass es dann am Ende auch richtig gut passt. Und dann wird es den meisten Leuten einfach zu teuer tatsächlich, ne? Also viele nehmen dann einfach so ein Beinschienen oder irgendwas, was halt nur den Unterschenkel bedeckt, was halt quasi den auf dem Spann aufhört, also quasi den Fußrücken ausspart, weil das ist so die Partie, die besonders schwierig und oder wenn es halt hinten auch über die Ferse quasi bis auf den Boden reichen soll, das ist sauschwer, das anzupassen und die meisten verzichten dann ganz pragmatisch drauf. Okay.
Ja, ich habe noch die Erfahrung, es gibt ja auch die Alternative mit Beinwickeln. Aber das hört sich immer so einfach an. Aber tatsächlich die so zu wickeln, dass sie da bleiben, wo sie sind und nicht das erste Mal, wenn man mit ihnen versucht zu rennen, sich auflösen und einen fesseln. Nicht einfach. Das würde ich nicht zwingend empfehlen für Einsteiger. Das habe ich im Reenactment leider zu oft gemerkt, dass das problematisch ist. Ich wollte auch gerne noch über etwas reden, was vielleicht irgendwie für manche Leute im ersten Moment so selbstverständlich ist, nämlich über Farben. Weil es gibt so zwei Dinge, die häufig im Raum stehen, wenn Leute überlegen, so meine erste Fantasy-Klamotte. Es gibt dann die Leute, die alles schwarz tragen. Ja, ich meine, mit dem Gothic-Pansam-Kleid sind wir da ja auch schon in der Richtung unterwegs oder mit der Schnürlederhose und dem Hemd. Oder Leute, die sagen, ja, aber im Mittelalter, was ja ohnehin schon ein sehr grober Begriff ist, vorsichtig gesagt, war ja alles nicht so bunt. Wie steht ihr denn dazu und was würdet ihr den Leuten empfehlen, sich umzuschauen mäßig? Ja, also tatsächlich ich habe eine Sache tatsächlich in dem Kontext vorbereitet, weil wir sehr häufig Kunden haben, die sehr stark schwarz kombinieren wollen. Also die gerade, die sehen dann auch jetzt vielleicht sogar ein besonders aufwendiges, buntes Einzelstück bei uns auf der Seite und sagen, oh, das ist toll und das hätte ich gerne in schwarz. Wo ich dann sage, ja gut, also das ist jetzt sehr bunt und wenn du das in Schwarz hast, dann es kann funktionieren, aber meistens ist es am Gedanken dann komplett vorbei. So, und ich habe jetzt einfach mal drei schnelle Gewandungen. Ich muss mich auch entschuldigen. Unser Lager ist jetzt nach 2 Jahren Pandemie relativ leer geräubert. Ich hatte nicht so viele Möglichkeiten, jetzt zusammenzustellen. Aber ganz links ist halt einfach mal so eine komplett schwarze Klamotte, mit der ja eigentlich jetzt für einen Einstiegscharakter soweit alles okay ist, ne? Also Hemd, Hose, so ein Lederwams drüber. Ich finde die Schärpen immer ganz schön, die geben auch noch mal Tiefe. Gürtel mit Tasche und so ein kurzer Halbmantel drüber. Aber es ist am Ende dann doch, ich sag mal, so ein bisschen so ein schwarzer Fleck. Gerade wenn die Leute ein bisschen weiter weg sind, ist es oft nicht das, was die Leute denken, wie sie aussehen. Also es ist eben nicht besonders mystisch, sag ich mal, sondern es ist halt oft wirklich einfach nur dunkel und nicht so, ne? Man ist weniger der coole Assassine, man ist eher einfach ein Blob, weil man die einzelnen Teile nicht unterscheiden kann mehr optisch. Genau. Und einfach jetzt ein bisschen, also gerade weil Rot mit Schwarz sehr, sehr gerne kombiniert wird, habe ich das jetzt einfach für die Menschen, die das ganz großartig finden, dann im mittleren Bild einfach mal gemacht. Und es öffnet schon auf jeden Fall was, ne? Also Rot-Schwarz finde ich persönlich sehr aggressiv. Also wenn man sich das für seine Gewandung überlegt, es hat meistens eine sehr aggressive Außenwirkung, finde ich. Aber es ist schon mal mehr, es passiert einfach schon mal mehr. Beziehungsweise jetzt für Menschen, die einfach bunt nicht mögen, kann man halt auch mit relativ monochrom, jetzt so mit Grau, Weiß und Schwarz arbeiten. Wobei, das ist dann halt am Ende Geschmackssache, ne? Das ist jetzt einfach nur eine schnelle, kurze Zusammenstellung, um zu zeigen, dass das Schwarze, obwohl es jetzt die aufwendigste Gewandung von den dreien ist, wirklich am wenigsten überhaupt wahrnehmbar ist, ne? Und deswegen, also ich würde immer dazu raten, nicht, also klar, zu bunt ist oft dann auch zu viel, aber natürliche Farben, also gerade wenn man dann lieber dunkel tragen möchte, sind gedeckte, erdige Töne immer wunderbar, die oft besser funktionieren dann als rein schwarz. Aber tatsächlich, also wenn man es jetzt historisch anlehnen will, war ja tatsächlich auch sehr helles Leinen sehr, sehr weit verbreitet. Also für Untergewandung, wenn man nicht zu viel Sorge vor Schmutz und Dreck hat, bieten sich tatsächlich naturfarbene Untergewandungen auch an. Also tatsächlich quasi ungebleichtes, aber auch ungefärbtes Ja, Leinen, Baumwolle, solche genau. Sachen. Ja. Und ansonsten generell mehr, eher Mut zur Farbe oder eher Mut zu gedeckten Farben? Oder ist das immer individuell? Das ist absolut individuell. Das kommt ja total darauf an, was die Leute spielen wollen und darstellen wollen. Also ich
Tatsächlich habe ich einen ganz, ganz starken Tick zu Ton in Tongeschichten. Also wenn ich jetzt quasi Einzelstücke anfertige, die wir dann im Shop verkaufen, neige ich dazu, das nicht zu krass bunt zu machen, sondern in einem gewissen Farbspektrum mich zu bewegen, weil das einfach harmonischer für mich ist. Aber es geht natürlich auch wirklich kunterbunt, wenn das jetzt der Charakter quasi fordert. Ne, so ein Papagei, der natürlich, klar, müssen alle Farben rein. Ich habe auch noch ein bisschen eine Frage, weil das teilweise in den Lab-Szenen, wo ich unterwegs bin, aufgekommen ist, wo es dann darum geht, die Gewandung soll ja in Anführungsstrichen realistisch sein für eine Figur, die wirklich in dieser Welt lebt. Und dann kommt direkt dieses, dann muss diese Figur auch mehrere Wechselklamotten haben. Ist das... Wie ist eure Einstellung dazu, ihr ja auch häufig dann wirklich Einzelsachen für Charaktere macht? Oder wenn wir uns die Gewandung anschauen, die wir eben von Lena gesehen haben, für ihren einen Charakter. Ist das etwas, was in Anführungsstrichen nötig ist? Oder muss man sich da irgendwie ein bisschen von diesem Realismus befreien? Da direkt mal dazu, viele Charaktere, also viele Spielercharaktere haben eine gewisse Gewandung, mit der sie eine bestimmte Phase meistern, eine Saison über oder so spielen. Gerade wenn sie sehr aktiv spielen, werden sie oft dann an dieser Gewandung erkannt. Das heißt, also da würde ich tatsächlich sogar sagen, muss man halt gucken, wenn man so viele unterschiedliche Charaktere spielt und auf so vielen Cons unterwegs ist, dass man dann nicht plötzlich für einen anderen Charakter gehalten wird. Ne? Und da bietet sich's an, dann die Untergewandung halt also möglichst oft zu wechseln, damit man nicht anfängt zu müffeln oder sich halt dann gleich die doppelte Ausführung anfertigen zu lassen, wenn man dann jetzt so sehr viel labt. Aber im Endeffekt tatsächlich wechseln ja die Leute saisonal sowieso immer ihre Gewandung. Also meistens, ne, oder wie bei Lena, sie entwickeln sich weiter und irgendwann nach ein paar Jahren ist keins der ursprünglichen Stücke mehr mit drin. Ne? Es wird sozusagen durchgecycelt und dann hat man, hat man Reste sozusagen. Ist das bei euch so auch, dass sich ein Fundus sammelt von Dingen, die man früher irgendwie mal hatte? Und was passiert mit diesem Fundus dann? Ja, definitiv. Also ich recycle vieles davon. Mhm. Ich habe zum Beispiel für meine Charaktere in der Regel auch mehrere Gewandungen. Teilweise sind die über die Zeit entstanden. Teilweise dienen sie aber auch verschiedenen Zwecken. Da kann ich sonst auch noch mal ein bisschen was zeigen dazu. Da sieht man auch noch mal was mit Schwarz. Weil gerade bei Schwarz immer so das Ding ist, wenn man, so wie Annika das auch schon gesagt hat, innerhalb von einer Farbe sich bewegt. Das ist bei dieser Figur ja Rot statt Schwarz, aber mit Schwarz gilt quasi das Gleiche, dass man irgendwie gucken muss, wie man durch Strukturen oder durch Verzierungen diese Flächen aufbricht. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und bei diesem Charakter habe ich relativ viel an den Gewandungen auch rumprobiert. Und die ganz linke zum Beispiel, die ist ziemlich günstig. Die besteht aus Stangenware-Teilen hauptsächlich. Also die Tunika, dieser Zipfelrock und der Mantel. Das ist sogar so ein Wikinger Birka-Mantel-Replik irgendwie. Und ich habe für den Charakter bestimmte Elemente festgelegt. Also zum Beispiel dieses schlangenartige, reptilartige Kunstleder findet sich überall wieder. So schlangenartige Gürtelelemente auf drei Bildern. Es ist auch der gleiche Gürtel tatsächlich und auf zwei Bildern der gleiche Mantel. Also dass ich so versucht habe, modular aufzubauen, dass das untereinander auch funktioniert und dass ich eine Gewandung zum Beispiel zum Dreckwälzen habe. Das ist jetzt dann die linke. Wogegen jetzt die auf dem dritten Bild von links, das ist mehr so eine Ritualgewandung mit den großen Schultern, die auch nicht so sonderlich bequem sind, aber weil der Charakter halt so eine, ja, Rich Bitch quasi ist. Und auch da die Unterkleidung zum Beispiel, die benutze ich auch viel für Fotoshootings, weil ich das Gewand verleihe. Das heißt, das ist halt ein relativ einfacher, billiger Stoff und ich kann das aber in die Waschmaschine hauen, ohne dass ich das danach, wie jetzt Baumwolle oder Leinen zum Beispiel, dauernd ganz bügeln muss. Sondern das kommt aus der Waschmaschine raus und sieht einfach aus wie vorher, ist aber sauber und deswegen ist es halt super praktisch. Und habe das dann so ein bisschen oft die gleichen
Untergewänder nochmal gemacht aus anderen Stoffen oder kombiniert, indem das eine Tunika und ein Rock ist, dann kann ich halt die Tunika, wenn die durchgeschwitzt ist, separat wechseln und waschen, ohne dass ich den Rock auch gleich mitwaschen muss. Und ja, habe so versucht, die Elemente, die den Charakter ausmachen, auch in jeder Gewandung wieder aufzugreifen, damit er wiedererkennbar ist, egal was ich davon anhab und auch egal, ob ich jetzt einen Hut auf habe oder ob ich meine Haare trage. Und das funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut zusammen mit einem Make-up, was auch ähnlich ist, und einem Auftreten, was ähnlich ist. Also der Charakter hat auch Ticks und Verhaltensweisen, an denen man ihn erkennen kann. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und ähnliche Sachen funktionieren auch mit Schwarz zum Beispiel. Also man sieht das ja auch hier an der Gewandung, dass jetzt ja auch eine Dunkelelfe ist, wo man vielleicht denken würde, oh ja, die tragen Schwarz. Aber das Gewand lebt eigentlich davon, dass Schwarz nur eine Trägerfarbe ist für eine Zweitfarbe, in dem Fall das Violett, und die Akzentfarbe, also das Gold in dem Fall, oder im mittleren Bild ist es das Silber. Und das ist eigentlich das, was das Schwarz auch erst wirklich schwarz macht, ist der Kontrast zu anderen Farben. Und das lässt sich schon relativ einfach dann auch erreichen zum Beispiel. Das habe ich hier mal gemacht, das war eben auch dann für diese Dunkelelfe. Das ist ein Gambeson, der ist einfach so von der Stange gekauft, ein ganz günstiges Modell. Und ich habe dann eben aus einem Kunstleder diese Verzierungen ausgeschnitten, habe die von Hand da drauf genäht und die habe die Verschlüsse, die auch irgendwie sehr modern waren, noch so ein bisschen bemalt. Das ist Nagellack, der hielt aber tatsächlich gut da drauf. Also manchmal, okay, halt, ja, manchmal funktioniert sowas besser, ja. Geheimtipp. Ja, ist tatsächlich, also mal gucken, was haftet chemisch wo drauf ganz gut. Und gerade bei diesen Schließen, die waren irgendwie so geriffelt und das war nicht so schick. Und da habe ich das dann einfach so ein bisschen mit der Aktie, also dieses Violett-Pink, was dann in dem Charakter zu der Zeit noch drin war, wieder aufgegriffen. Ja, und auch dieses Kunstleder noch so ein bisschen mit Acrylfarbe noch ein bisschen aufgehübscht, weil das ja auch nur schwarz war, damit das wirklich so ein bisschen mehr Prunk bekommt. Also da kann man sich dann durchaus auch an einfachen Sachen oder schwarzen gekauften Sachen noch ein bisschen austoben. Und es ist immer ganz gut, sich eine Zweitfarbe zu wählen oder eben strukturierte Materialien zu verwenden. Hier habe ich sonst noch eins. Das sieht man auch mal, das ist das gleiche Gewand in drei verschiedenen Leuten. Und das ist auch so ein Großteil schwarz. Also eigentlich besteht das halt auch aus schlichter schwarzer Unterkleidung. Dann gibt es noch so ein dunkelblaues Tunikakleid, was man drüber ziehen kann oder auch nicht. Und dann besteht es eben aus diesen Ledern Schulterkragen, den Armteilen und dem Gürtel. Und hier haben tatsächlich alle drei Models das mit ihrer eigenen Unterkleidung kombiniert. Und dadurch, dass es aber nicht wirklich an sich so schwarz ist, sondern dunkle Grautöne hat, das sieht man auf den Fotos jetzt teilweise durch die Bearbeitung nicht ganz so gut, wirkt es halt gar nicht mehr so schwarz. Und dadurch kann man, durch dass man die Strukturen erkennen kann, bekommt es wieder eine Spannung rein. Wenn es jetzt ganz schwarz wäre, dann wäre es tatsächlich ja wieder so eine Art schwarzer Blob. Aber gerade durch die Struktur lebt das so, dieses Design, was so ein bisschen an die Giga-Aliens erinnert. Und, oh ja. Und gerade mit solchen kleinen Details und Strukturen kann man, wenn man in einer Farbe bleibt, sehr, sehr gut spielen und sehr effektiv spielen. Und das würde ich auch jedem dann anraten, auch sich in verschiedenen Stoffen auszuprobieren und die miteinander zu kombinieren und wegzugehen von, sag ich mal, einfacher Baumwolle oder einfachem Leinen. Wenn das schon die Unterkleidung ist, dann muss da irgendwas drüber, was wirklich auch eine Struktur hat und was das Licht auch ein bisschen anders brechen kann. Genau. Ja, das glaube ich soweit dazu. Und das heißt also, wenn wir versuchen, ein bisschen aufzurollen, was wir jetzt die letzte, etwas mehr als eine Stunde hatten. Man fängt einfach an mit einfachen Stücken und dann kann man mit seinem Charakter mitwachsen. Wir haben jetzt halt eben schon wirklich High-End-Sachen gesehen. Und das ist aber dann halt eben nicht das, woraus man üblicherweise mit dem Stand startet. Oder habt ihr tatsächlich auch als Kunden Leute, die sagen, ich gehe auf meine erste Con und hier ist ein Batzen Geld und ich hätte jetzt gern richtig aufwendige Sache? Gerade auch so im Du kannst, was du darstellen kannst Bereich, also wo du nicht an ein Regelwerk gebunden bist und dich sozusagen hocharbeiten musst, EP sammeln, damit du dann eine Meisterprüfung machen kannst oder so. Was natürlich auch gerade interessanter ist für Menschen, die schon ein bisschen älter sind, die vielleicht schon ein bisschen gestandener im Leben sind, die sagen, okay, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust,
ein heiler Schüler oder ein Magie-Schüler irgendwie zu spielen und ich bin irgendwie Arzt, ich möchte das gerne eigentlich irgendwie auch in Time einbringen, also ich möchte ein Heiler sein oder ich bin auch irgendwie super redegewandt unterwegs, ich möchte gerne einen höfischen Diplomaten spielen und ja, das sind dann Menschen, die dann so sagen, okay, ich habe keine Zeit, mir das selber zu machen oder mir die Skills drauf zu schaffen, das selber zu machen. Und die halt, wie gesagt, so ein bisschen pauschalurlaubsmäßig ihre Zeit effektiv nutzen wollen und sagen, ich möchte da hinfahren, ich möchte da Spaß haben, ich möchte das Wochenende abschalten und abtauchen in diese andere Welt und möchte mein Charakter sein. Und ansonsten nutze ich die Zeit lieber für die Familie oder so. Die kommen dann tatsächlich auch und sagen, hier, ich möchte das so und so, ich habe mir diese Gedanken gemacht, das ist basiert dann auf Vorlagen oder sind dann komplett eigene Konzepte auch oft. Also die Leute haben sich, schreiben vielleicht auch hobbymäßig an ihrem eigenen Roman oder so und möchten einfach dann eine Figur aus ihrer Welt ein Wochenende lang zum Leben erwecken. Und ja, die kommen dann und sagen, das und so, das möchte ich und dann setze ich das für die um. Ja, das sind dann meistens halt aufwendigere Projekte, aber da kommt man dann schon eher in diesen Bereich, dass, also, dass die so dann aussehen wie die Sachen, die ich auch habe, weil da steckt natürlich unglaublich viel Zeit auch drin. So. Und ja, aber es gibt's. Das klingt aber weniger, als wären das Leute, die dann das erste Mal auf LARP gehen, sondern einfach nur Leute, die einen neuen Charakter machen, aber schon eher öfters in der Szene unterwegs waren. Teilweise. Also es ist, im deutschen Raum sind es tatsächlich eher Leute, die dann auch selber schon länger laden. Aber es gibt so gerade so im amerikanischen Raum oder auch in Kanada gibt es dann doch mal mehr Leute, die wirklich auch sagen, ich habe mir, also ich war jetzt, die waren dann meistens schon irgendwie auf so eine Art Mittelaltermärkten oder irgendwie sowas und möchten dann halt wirklich mal auf ein LARP-Event gehen, waren selber aber tatsächlich noch nicht da. Und das, ja, ist schon sehr faszinierend, aber ist klar, man muss irgendwie, glaube ich, dann das Budget auch einfach dafür haben, ne, und sagen, okay, ich will das jetzt machen. Ja, weil der Großteil natürlich dann doch sagt, ich möchte erstmal schnuppern und klein anfangen und so und dann, ja. Was einen auch vor Enttäuschungen bewahren kann, wie wir ja schon hatten. Ja, weil das ist, gerade wenn man sagt, das ist ein Charakter aus meinem Buch, das ich schreibe, dann wollen die Gewandung auch so haben. Und stellen die sich dann auf einen Ständer dekorativ hin. Ja. Gerade also auch im Cosplay-Bereich ist das nicht so unüblich, dass Leute sich das eine Rüstung anfertigen lassen von einem Warhammer-Hochelfen oder so. Und dann stellen die sich einfach hin. Wobei es ja natürlich ein Unterschied ist zwischen Cosplay und dem, was ihr macht in der Regel. Weil das, was ihr macht, ist ja alles, was auch wirklich getragen werden soll und was sich bewegen können muss. Wie du sagst, so eine Schleppe im Wald ist vielleicht nicht so cool. Und die meisten Cosplay-Sachen, die man kennt, sind, sie sollen ja aussehen wie eben Videospiel, wie eben eine Serie und dergleichen und müssen nicht pragmatisch sein. Aber was ihr macht, ist alles in irgendeiner Form praktisch nutzbar, oder? Ja. Und hattet ihr auch irgendwie, wir hatten ja schon darüber geredet, dass Leute mit Beispielen aus Serien oder dergleichen kommen, wenn die Leute mit Sachen aus Computerspielen oder sonst irgendwie Illustrationen oder so etwas kommen, hattet ihr auch schon mal bitte gesagt, das ist nicht möglich so? Total oft. Also jetzt ist es weniger geworden zum Glück. Aber also ich hatte eine Phase, da hatte ich das Gefühl, irgendwer hat sich verabredet, um mich zu ärgern, weil das ja tatsächlich so ist. Also in vielen Computerspielen, also gerade in den MMOs, ist halt, sind die verschiedenen Rüstungsklassen, da hast du also auch Stoff als Textilrüstung und dann sind das irgendwelche Spitzenhöschen, die Mädels dann tragen, wo oh. Ja, also ist dann auch Geschmackssache, wie man generell darüber denkt, aber wo dann auch die Plattenrüstung hauteng anliegt, ne, also dann so Stahl-Leggings irgendwie. Zum Glück bin ich kein Plattner und werde dann mit solchen Anfragen irgendwie konfrontiert. Aber allein so eine Ledersache dann umzusetzen, ist teilweise halt in der Form gar nicht möglich. Zumal tatsächlich chronisch die Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten vergessen werden. Weil man kann die Leute halt einnähen, ist aber dann trotzdem doof irgendwie so und nicht besonders praktisch. Und vieles ist halt ja eben nicht so designt, dass es irgendwie auch mit unserer Physik immer so unbedingt kompatibel ist. Ne? Also gerade Computerspiele sind sehr, sehr kreativ und finde ich auch anregend. Also es macht manchmal auch Spaß, sich das anzugucken als Ideenpool, aber eins zu eins umsetzbar in der Regel natürlich nicht. Ne? Und
Aber ich denke, Lena, du kennst das auch, ne? Ja, wobei ich tatsächlich ja überhaupt keine Cosplay-Sachen mache und die Anfragen deswegen auch gar nicht annehme. Also meistens kommt es gar nicht bis zu diesem Problem, sage ich mal so, weil Leute sagen, hier kannst du mir die Gewandung von Charakter XY machen aus Serie Z. Mir sage ich schon gleich nein. Das heißt, oft ist dann da noch nicht mal wirklich ein Bild jetzt irgendwie im Spiel oder so. Es gibt natürlich. Also was ich schon gemacht habe auch, es sind halt wieder Anlehnungen dann, also wo diese Stilelemente aufgegriffen werden, zum Beispiel von den Warhammer Dunkelelfen, dass man es runterbricht auf eine funktionale Gewandung, die Elemente weglässt, die nicht funktionieren oder abändert, sodass sie funktionieren. Auch da ist es halt immer so ein bisschen eine Gratwanderung, auch Materialien zu finden, die den Job machen, also diese Optik liefern können, aber auch für LARP tauglich sind. Also robust, man kann sie irgendwie waschen, sie stechen niemandem das Auge aus. Und da ist dann halt doch oft sehr viel Anpassung nötig. Und gerade wenn es dann an Materialien geht, die irgendwie moderner sind, also sei es Schaumstoff, Teile, was ja im Cosplay auch ganz oft benutzt wird, oder zeitweilig diese Warbler, was ja so ein. Ja, das ist so Holzspäne in so einem thermoplastischen Kunststoff eingebettet, das man dann erhitzen und kneten kann. Damit gehen dann schon viele Sachen, aber die Frage ist dann halt immer, wie haltbar sind die? Und wenn man es bemalen muss, ist ja auch immer die Frage, wie gut hält Farbe darauf? Das kennen wir ja halt auch alles gerade so von gelatexten Schwertern schon oder gelatexten Rüstungen, dass das irgendwie von der Langlebigkeit jetzt nicht unbedingt mit Leder mithalten kann. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Und gerade je nach Lab-Setting geht es dann bis hin zu so Sachen wie Kunstfaserstoffe. Kann man die jetzt oder sollte man die in dem Setting verwenden? Gerade wenn die doch schon, weil die sind einfach natürlich dann moderner als Materialien, die haben ganz andere Eigenschaften, die sind nicht authentisch, auch wenn Fantasy das ja nicht sein muss, aber. Es ist dann manchmal ein bisschen schwierig, auch ein geeignetes Material zu finden, was die Optik hergibt, die gewünscht ist, aber auch irgendwie die Eigenschaften der Labtauglichkeit irgendwie hat. Und ich meine, also es stören sich schon oft genug irgendwie Leute halt an dem Kunstleder, weil es ja nicht echt ist. Andererseits, ja, ist es halt auch wieder so ein bisschen so eine Setting-Frage, was möchte man jetzt da erlauben und was nicht. Und auch wenn man manchmal so gerade bei Einsteigern so verwirrende Sätze hört, wie, ja, aber historisch gesehen haben Elfen ja, da ist dann so, oder weiß man schon, okay, da hat jetzt gerade jemand, der versucht, eine Kritik zu üben, irgendwie gerade einfach selber sich nicht kalibriert. Und Schön das ist halt gesagt. generell immer so ein Ding, was für eine Erwartungshaltung hat man, was für einen Anspruch hat man, welchen Anspruch hat das Umfeld auch? Und da muss man sich auch immer klar machen, gerade wenn man auch seine Gewandung zum Beispiel in der Facebook-Gruppe oder sowas postet, von welchem Standpunkt aus kommentieren die Leute? Wo kommen die her? Was ist deren Anspruchshaltung und Erwartungshaltung? Und inwiefern weicht die vielleicht von deiner jetzigen Gewandung irgendwie ab? Und dann, ja, muss man das irgendwie zusammenbringen mit einem Budget und mit dem bestmöglichen Material für den Job sozusagen irgendwie und da so einen Mittelweg finden. Ja, und das ist manchmal schwieriger, manchmal nicht so schwierig. Ja, wobei Cosplay schon auf jeden Fall einen Einfluss hatte. Also gerade so, die sehen toll aus, die Sachen dann auf Bildern, aber auch wenn man näher rangeht oder so, dann ist es halt oft. Ja, dann merkt man schon, okay, da kann man nicht drin sitzen. Oder das würde keinen Schlag aushalten. Und da muss man dann manchmal die Leute doch schon ein bisschen auf den Boden der Tatsachen leider zurückholen und sagen, okay, das wäre so nicht, es wäre möglich, klar, kann ich machen, kann ja das auch mit Cosplay-Techniken machen, aber damit bist du auf Lab nicht glücklich. Und bei mir ist es ja auch so, also ich experimentiere total gern mit modernen Materialien, gerade so bis in die Couture-Richtung, wo es dann 3D-gedruckte Elemente auch gibt und ganz innovativen, modernen Kram aus Kunststoffen. Aber das mache ich dann auch eher für mich, weil ich nicht weiß, wie haltbar ist das, ich weiß, wie ich damit umgehen muss, dass es auch irgendwie hält und funktioniert, wie ich mich in Gewandungen bewegen muss, die ich für mich mache und ich kann es dann auch reparieren. Bei Kunden ist es schwierig. Und da ist dann nur mal sicher und die ja, etablierten Sachen sind dann da doch meistens die bessere Wahl, so gerade
wenn es auch an die Pflegeleichtigkeit geht von Sachen, dass man das einfach gefahrlos in die Maschine hauen kann zum Waschen. Ja. Das ist Haute Couture, trägt man ja jetzt auch nicht unbedingt im Alltag. So ein Iris van Herpen mit 3D-Druck und dergleichen ist vielleicht nicht, auch nicht dazu geeignet, sich irgendwo ins Restaurant zu setzen oder irgendwie mal einen entspannten Nachmittag zu verbringen, glaube ich. Nicht, dass ich jemals was davon in die Finger bekommen hätte. Okay. Ah, ich hatte es vorhin schon mal versucht, aber jetzt dann jetzt mal als sozusagen, während wir langsam uns am Ende nähern, einmal aufrollen. Also man mit einfachen Sachen anfangen. Bei Schuhen die Empfehlung von Annika, einfach mal mit offenen Augen durch Schuhläden zu gehen und zu gucken, was da geeignet ist. Das muss ja kein pseudo-historischer oder historischer Schuh sein, sondern etwas, in dem man idealerweise nicht hinfällt, wenn man läuft. Wie Lina sagte, mit den richtigen Sohlen, in Anführungsstrichen, mit einer Ledersohle rutscht man einfach mal wirklich gerne weg. Keine Angst vor Farbe, beziehungsweise nur schwarz sieht eigentlich gar nicht so gut aus, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und kombinieren und mit kleinen zusätzlichen Sachen wie einem Gürtel mit einer Tasche, wie mit einem Kragen und dergleichen, Sachen, die nicht irrsinnig teuer sind, kann man ganz viel rausholen und dann wächst es mit der Zeit. Und dann hat man irgendwann Schichten um Schichten und zusätzliche Sachen. Und ich glaube, am Ende ist auch die Einstellung relativ wichtig, weil was immer wieder durchkam, was ihr sagtet, ist, man muss wissen, was möchte man von der Veranstaltung und was möchte man auch darstellen, was möchte man selber. Und das heißt, sollte man einfach irgendwie so ein bisschen sich selbst einen Realitätscheck geben, ob man unglaublich toll aussehen muss auf dem ersten Lab oder einfach nur aussehen muss auf dem ersten Lab. Negativ auffallen. Und ich finde aber auch, dass die alten Hasen durchaus irgendwie, wie ihr sagtet, man sollte jemand, der auf der erste Con geht, keinen Vorwurf machen, weil der Schuh nicht toll ist. Oder sowas, das vielleicht wir uns auch entspannen. Tatsächlich, also dazu nochmal einen Punkt. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre im Endeffekt mehr oder weniger über Social Media mit anderen Labern zu tun gehabt. Und so wie auf Facebook Dinge bewertet und beurteilt und ja teilweise völlig sinnfrei abgestraft werden, das ist nicht so auf dem Lab. Die Leute sind nicht solche Arschgeigen? Zum Beispiel, ne? Oder das Öcher hinten dran, ne? Das ist tatsächlich, die Leute sind umgänglicher, wenn du ihnen begegnest. Und mehr als die reine Gewandung bist du ja denn auf der Con auch noch, du bist ja dann auch noch da und füllst ja dann mit deinem Charakter, mit deinem Spiel, mit deinem Auftreten eine ganz, ganz riesengroße Lücke, die du auf so einem Foto nicht darstellen kannst. Und die Leute sind wesentlich entspannter im Spiel, finden viel, viel weniger Dinge dann schlimm, doof oder / unfassbar, als das denn also auf Social Media irgendwie das so wirkt. Na, also ich finde es super schade, weil viele Leute dadurch ja auch total abgeschreckt werden und erstmal komplett ein Brett vor den Kopf geknallt kriegen und sagen, nee, und ich glaube, mit euch will ich auch gar nicht spielen jetzt, so wenn ich das hier so lese. Und das ist schade. Also ich würde mir wünschen, dass die Community da auch ein bisschen handsamer wird und freundlicher einfach. Weil im Endeffekt, wir wollen einfach Zeit zusammen verbringen. Wir wollen, dass wenn wir auf dem Con rumstehen, ein Zipfelchen von dem Plot bitte abbekommen, dass die Leute nett mit uns umgehen und dann sind wir halt auch lieb. So, ne? Und dann klappt es und dann hat man ein tolles Erlebnis gehabt und dafür muss man weder Hochadel, Erzmagier, irgendwas sein. Also tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, das dichteste Spiel ist oft sogar möglich mit ganz, ganz einfachen Charakteren, die aber ja lebendig sind durch das Konzept. Ne, die also irgendwie was Liebenswertes an sich haben. Dann muss ich dran denken, Mairi, wie du mal gesagt hast, wenn du NSCs machst fürs Pen and Paper, dann immer zwei so Klischees und eine Sache, die so völlig rausfällt, so der strickende Zwerg. Und das ist einfach im Kopf drin geblieben, weil ich glaube, das ist das, was ich meine und was wir uns alle viel mehr zu Herzen nehmen sollten. Irgendwie so auf der einen Seite, wir spielen mit Klischees, sonst würden wir uns auf Labs womöglich auch gar nicht so gut verstehen, spontan. Wenn man jetzt erstmal alles genau abklären muss, bist du jetzt ein guter Elf, böser Elf, nicht? Also wir reagieren auf Schlüsselreize
Ne, Lena in Schwarz-Lila, da wissen wir gleich, nicht zu nah rangehen. Ne, also wir strahlen gewisse Klischees aus, aber das auch zu brechen und dadurch halt wirklich lebendiges Spiel zu ermöglichen. Und dann geht total viel und der Rest passiert von alleine und wächst dann von alleine organisch. Vor allen Dingen, ich denke, was wir allen den Leuten sagen würden, probiert es einfach aus. Probiert euch aus, probiert es aus, findet raus, ob euch das Spaß macht. Und dann ist es nicht wichtig, wie toll eure Klamotten aussehen auf der ersten Veranstaltung, sondern ob ihr Bock drauf habt. Wie Lena sagte, man kann das nicht beschreiben, das Gefühl, wenn man das erste Mal irgendwie in den Kampf gerät auf einer Con und dann richtig drin ist im Geschehen. Man muss es selber erlebt haben. Man muss sich auch wirklich Zeit geben und Fehler erlauben, auch sein Umfeld zu finden. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Weil nicht jedes Konzept funktioniert auch auf jeder Con oder in jedem Umfeld. Es hängt ja auch mal sehr von den Mitspielern natürlich ab. Und von daher kann man auch durchaus das gleiche Konzept auf mehreren verschiedenen Events nochmal probieren, und bis man reingekommen ist und bis man so ein Resonanzumfeld gefunden hat. Und oft ist es dann erst eine Gruppe, mit der es gut klappt, und dann kommt man so langsam rein und tastet sich vor, und dann wird das alles. Genau. Wir haben ja auch vor allen Dingen über Fantasy, also klassische Fantasy, jetzt heute geredet, aber es gibt ja noch sehr viel mehr. Ich nehme an, dass die meisten Sachen, die ihr macht, sind auch für klassische Fantasy. Gerade bei Annika, wenn mit Leder gearbeitet wird, dann ist es halt eben schon in die Richtung. Aber wart ihr auch schon auf anderen Cons? Wart ihr schon mal auf Science Fiction oder Endzeit oder so etwas? Ja, also jetzt nicht Science Fiction. Endzeit, also mich interessiert es. Aber ich habe Schiss. Und vielleicht wäre ich auch langsam zu alt dafür, vor Zombies wegzulaufen. Ich würde vielleicht einen guten Zombie abgeben, ja, aber ich glaub, da hätte ich einfach Schiss, ne? Weil das ist ja auch ein ganz anderes Bedrohungsszenario. Aber ich habe eine ganz, ganz tolle Harry Potter-Orga mal kennengelernt, wo ich sehr gerne mitgespielt habe. Also die waren richtig großartig. Und ich habe für mich aber auch festgestellt, so wichtig ist mir das Setting gar nicht, sondern dass es halt einfach insgesamt rund ist und stimmig. Aber ich spiele auch am liebsten tatsächlich NSC. Von daher bin ich vielleicht auch nicht so jetzt, was tatsächlich Spielerfragen anbelangt, so vorzeigbar. Aber ja, ich meine, Lena hat es ja auch schon gesagt, manchmal muss man auch einfach ausprobieren, ob man mit dem Konzept zu der Veranstaltung passt oder das Richtige finden für. Und eben dann entsprechend auch vielleicht das richtige Genre für einen selber finden. Und die Bandbreite ist ja stetig gewachsen. Ja. Und auch die Leute, mit denen jeder Con Spaß macht. Ne? Das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Also von daher gibt es viele Möglichkeiten. Und man kann seinen Sandkasten finden, manchmal dauert es ein bisschen. Ja, und ich glaube, alle, die ein bisschen länger schon dabei sind, kennen das, dass es so ein paar Leute gibt, mit denen man auf jeder Con zusammenspielen würde. Egal, was das Setting ist, egal, was für ein Charakter das ist, dann findet man sich wieder zusammen. Mhm. Zum Abschluss wollte ich, es gab ein, zwei Fragen an euch aus dem Chat, die ich noch nicht mit reingebracht hatte, die relativ speziell sind. Ich dachte, die können wir jetzt vielleicht noch kurz machen. Designt ihr Gewandungen, indem ihr Einzelstücke erstellt und die dann kombiniert, oder startet ihr mit einer Art Silhouette oder Gesamtbild, das erreichen wird? Das ist eher so eine Designfrage. Wenn ihr von jemandem einen Auftrag habt, das soll so und so aussehen, ob ihr quasi vom Detail nach außen oder vom Gesamtbild zum Detail arbeitet. Kommt drauf an. Also es kommt auf den Startpunkt an, mit was jemand an mich herantritt. Also ob er eine Idee hat oder ob es zum Beispiel drei Bilder sind. Hier, da finde ich das cool, da das und da das. Daraus hätte ich gerne was. Und bei mir selber ist es tatsächlich auch, meistens geht es ein Charakter von einem Impuls aus. Das kann ein Gefühl, ein Design, Stil, irgendwas sein oder halt auch eine Vorbildfigur. Und dann entwickle ich das so ein bisschen clustermäßig weiter, dass ich immer jetzt gucke, okay, was assoziiere ich damit, mir dann Moodboards oder sowas anlege oder Inspirationsboards und dann immer wieder sortiere. Das hat aber meistens mehrere Zyklen, wo ich Sachen umwerfe, neue reinnehme, alte rauswerfe. Und dann versuche ich es tatsächlich auch immer kreuz zu entwickeln. Also ich versuche es einmal vom Detail zu denken, einmal von der Person auszudenken in ihrer Welt. Wie würde sie sich selbst sehen, weil das sich ja auch oft in der Gewandung widerspiegeln kann, ein mächtiges Werkzeug sein. Und dann eben auch vom Gesamten. Also was ist die Wirkung, die ich auf Mitspieler machen will oder haben will, dass ich die mit berücksichtige.
aber auch eben von der Figur ausgehend und dann von der Gewandung und deren Praktikabilität und Materialien und so, also dass ich das aus mehreren Eckpunkten versuche zu beleuchten, das ganze Objekt, und bis dann eine runde Sache draus wird. Okay. Annika? Ja, meistens ist es tatsächlich so, dass die Kunden, ich mache ja in der Regel keine Gesamtgewandungskonzepte, sondern eben die ledernen Elemente dazu. Das heißt, da kommt ganz oft sowieso die Frage so, ich hätte jetzt gerne einen Waffenrock. Oder wie Lena auch sagt, ich hätte gerne was von diesem Stück, von dem Stück und von dem Stück, finde ich die verschiedenen Elemente toll. Und wie kriege ich das jetzt zusammen in einen neuen Entwurf? Und ja, also es kommt wirklich drauf an, mit was für einer Anfrage die Kunden kommen. Und von da wird dann entsprechend ausgearbeitet. Ja. Okay. Und ich glaube, es ging auch ein bisschen dann darum, wenn man tatsächlich startet und Sachen selber machen will oder selber nähen will, was so Sachen sind, die man braucht. Da war die Frage so, lohnt es sich denn, eine Schneiderpuppe anzuschaffen oder sonst irgendetwas? Und was würdet ihr sagen, sind so Dinge, die man haben oder können sollte, wenn man tatsächlich selber versucht, seine ersten Sachen zu machen? Braucht man da die eigene Nähmaschine oder gibt es da irgendwie andere Möglichkeiten? Oder was sind Dinge, die auf jeden Fall sein müssten? Also eine Schneiderpuppe halte ich für zu teuer. Es gibt einfach so Styropor-Torsen, die sind dann zwar nicht verstellbar, aber ich sag mal, wenn man jetzt in etwa größenmäßig dem Angebot dieser Styropor-Torsen entspricht, kann man sich da wirklich ganz günstig oder halt Secondhand was holen. Ich glaube, wenn man jetzt ein Kleid oder eine Tunika nähen möchte, wäre es gut, wenn man zumindest eine Nähmaschine zur Verfügung stehen hat, weil das von Hand, klar, geht alles, ne? Ist aber dann vielleicht auch ein bisschen undankbar für einen Anfang. Aber man kann sich entweder was leihen oder es gibt immer wieder sehr, sehr günstige Nähmaschinen. Dann, die halten nicht lange, aber die sind dann zum Ausprobieren vielleicht ganz gut. Also, ja. Okay. Schere, eine gute Schere. Eine gute Schere. Ja, weil viele unterschätzen das und kommen dann irgendwie mit der Bastelschere oder mit der Küchenschere. Und das ist nur Blödsinn. Also eine gute Schere, mit der darf man dann auch nur Stoff schneiden. Kein Papier. Ja, wichtig. Das ist ein Punkt, der mir sehr eingebläut worden ist von einer Schneiderinnenmutter. Und ganze Schere benutzen. Man hat die ganze Schere bezahlt, also benutzt man auch die ganze Schere und macht nicht so immer diese kleinen Stücke so sondern nicht nagen, sondern hai. Okay. Genau. Aber ansonsten, also ich meine, wenn ich so überlege, wie ich angefangen habe, ich hatte eine Nähmaschine von meiner Mutti irgendwie, auch so eine ganz alte, super basic. Die funktioniert aber auch heute noch, also ist so quasi unkaputtbar und bestimmt auch schon 30 Jahre alt. Ansonsten Papier. Ich habe unglaublich viel Schnittmuster dann auf Papier gezeichnet und ein Maßband und ein Geodreieck. Ja, also das ist wirklich was, wo man mal für so Schnitte, gerade weil ich ja viel auch figurbetonte Sachen mache, wo man mal seine Geometriekenntnisse aus der Mittelstufe mal so richtig anwenden kann, damit die sich auch gelohnt haben. Ja, und ansonsten Mut und auch mal einen günstigen Stoff kaufen, an dem man rumprobieren kann und dann auch wirklich sich die Zeit zu geben, 3-4 Probestücke zu machen und das immer wieder vielleicht an sich selber auch zu testen und an sich selber irgendwie abzustecken oder zu tackern oder zu kleben, bis man dann wirklich sein Schnittmuster so hat, wie man es möchte, und auch keine Scheu zu haben, sich Hilfe zu holen von erfahreneren Bastlern oder Schneidern oder Online-Kursen zum Beispiel, und einfach den Mut zu haben, okay, jetzt hier, keine Ahnung, 40 Euro Online-Kurs, 80 Euro Online-Kurs oder Buch oder so, wenn man das Geld halt hat, das auch wirklich mal zu investieren in sich und seine Fähigkeiten. Die Labzeit hat doch so einen Gewandungseinstellung. Ja, genau. Das ist auch also das bietet sich total dafür an. Ne, und da sind nämlich auch genau die Basic-Schnitte dann drin, die ihr dann für so einen Einstiegscharakter ganz basic-mäßig braucht. Also Empfehlung. Es gibt noch einen Tipp aus dem Chat. Gibt auch in manchen Stoffläden, die Nähmaschinen verkaufen, stundenweise Plätze an der Nähmaschine zu mieten. So lässt sich mit guten Maschinen arbeiten, ohne sie gleich kaufen zu müssen. Ja, super. Würde ich sowieso immer empfehlen, Augen offen halten nach einem guten Stoffladen, weil
erstens, die Leute können einem weiterhelfen mit Stoffen, was man verwenden kann und was waschbar ist, ist was nicht. Und dann findet man vielleicht auch noch die eine coole Borte oder diese eine Verzierung, mit der man etwas schicker machen kann. Generell Stoffe anfassen. Also ich bin wirklich so ein Ladenkäufer auch, weil ich mag es, die vom Ballen abzuwickeln, zu gucken, wie fallen die noch in mehreren verschiedenen Lichteinfall, zu gucken, wie lassen die sich kombinieren. Und das ist online oft sehr, sehr schwierig. Auch wenn man nur so kleine Proben kriegt, kann man es nicht so richtig beurteilen. Da ist es doch schon sehr, sehr viel schöner, einen Stoff auch von der Haptik und Optik im Laden zu beurteilen. Ja, und ansonsten eben auch wegen des Zugangs zu VHS-Kursen oder auch so Makerspaces oder Fab Labs oder sowas, haben oft Nähmaschinen, gerade auch wenn man mal so eine Overlock benutzen möchte, um jetzt Kanten vernünftig einzufassen oder so, was mit der Haushaltsmaschine immer so ein bisschen ist, oder Stickmaschinen oder sowas, das haben die ganz oft und auch Leute, die da kompetent drin sind. Und da kann man dann doch schon sehr, sehr viel erreichen, ohne dass man den Kram zu Hause bunkern muss. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Dann den Platz zu haben und auf dem Küchentisch dann irgendwie noch seine Gewandung zu basteln. Aber ähnlich habe ich eben auch angefangen. Und wenn man dann dabei bleibt, dann eskaliert es dann. Dann eskaliert es dann. Oder natürlich für alle, die nicht die Zeit haben, die nicht den Nerv haben. Ich will jetzt nicht von Talent reden, weil alles, was Handwerk ist, ist Übung. Ja? Mhm. Und da bringt ein Talent nur die ersten zwei Schritte weit und alles andere muss man sich durchbeißen. Ist immer die Möglichkeit, zum Beispiel jemanden wie euch zu finden, unter Runerian oder Miss Whiskit. Und dann halt eben, wie wir gehört haben, auch im Gespräch zu klären, was möchte ich von der Gewandung, wie möchte ich wirken. Und dann sich was richtig Cooles schneidern zu lassen oder eben aus Leder anfertigen zu lassen für die Figur, die man spielen will. Aber generell, ich hoffe für uns alle und auch für die Leute, die es zum ersten Mal ausprobieren, dass wir nächstes Jahr wieder eine richtige Labsaison haben, dass es wieder Cons gibt und dass es auch wieder größere Cons gibt, weil wir aus der Pandemie rauskommen. Und das ist jetzt der Winter, in dem wir uns alle darauf vorbereiten können. Das heißt, schnappt euch die Nähmaschine, bringt euch das selber bei, findet jemanden, der für euch etwas macht, wenn ihr eine Vision habt, wie ihr das gerne irgendwie hättet. Und dann sehen wir uns im Frühjahr auf den ersten Cons, würde ich sagen. Ich habe mich ganz, ganz doll zu bedanken bei Annika und bei Lena. Vielen, vielen Dank für die Tipps und die Einblicke und das Heranführen an das Thema. Ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen helfen können und vor allen Dingen auch, sagen wir mal, ein bisschen die Angst nehmen zu können, wie man reinkommt, wo man Klamotten findet und was man machen kann und sich anziehen kann. Gut, gibt es noch irgendeinen Appell, irgendetwas, was ihr den Leuten mitgeben wollt, bevor wir sie in den Feierabend schicken? Ein Appell, oh weh. Einfach machen, just do it. Do it! Gut. Traut euch, es lohnt sich. Ja. The Control schreibt gerade im Chat, die große LARP-Lüge, oder beziehungsweise ich kenne sie auch, die große Admin-Lüge, das mache ich dann im Winter. Ja, wir haben jetzt die Chance. Der Winter fängt jetzt bald an. Jetzt können wir es tatsächlich machen und uns ransetzen und mal gucken, was bei rumkommt. Gut, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart, sowohl ihr zwei, Annika und Lena, als auch ihr lieben Leute im Chat. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Das heißt, ihr im Chat und ich, wenn wir Mass Effect spielen. Morgen ist wieder Nessie dran. Und am Donnerstag bin ich gerade überlegen, was diesmal ein Talk dran ist. Und so weiter und so fort. Am Wochenende werde ich ausgeliehen an Cons und werde in Berlin für Twitcher-Rollenspiel leiten. Aber ihr findet das alles bei uns auf den Social Media. Und wo ihr die beiden findet, wurde öfters schon im Chat gepostet. Aber wir sagen es nochmal, Runerian. Annika findet ihr unter dem einschlägigen Namen. Und die Lena findet ihr unter Miss Whiskit oder Miss Whiskit Design. Alles problemlos auffindbar auf Social Media und im Internet. Gut. Ich drücke dann mal auf den Knopf, sage einen wunderbaren Abend und tschüss.